Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Date Diaries. Ich habe heute ein richtig tolles Date und zwar mit Greta. Hi. Und ich freue mich so, dass Greta hier ist, dass sie endlich mal in Köln ist und wir zusammen aufnehmen, weil ich muss dir gestehen, als ich diesen Podcast gestartet habe, sag dir von Anfang an, was du in meinem Kopf, dass ich unbedingt eine Folge mit dir aufnehme. Siehst du, gut, dass wir es geschafft haben. Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch richtig. Ich bin so gespannt auf deine Storys. Sie hat vorhin schon so ein bisschen angeteasert. Sie so, ich muss dir gleich eine Story von gestern Abend erzählen. Ich so, warte. Perfekt, jetzt muss ich sie ja wirklich erzählen. Ja, keine Möglichkeit mehr. Ich freue mich so sehr, denn ich glaube, Greta und ich können so viel über Dating reden. Ja. Und Greta hat auch sehr viel Spaß am Daten, genau wie ich. Ja. Und ich glaube, das wird so eine richtige... Vor allem Berlin kann was. Oh mein Gott. Berlin kann richtig was. Ich habe noch nie in Berlin gedatet. Ja, da muss man nach Berlin kommen. Habe ich schon mal jemanden... Nee. Also ich war schon mal in Berlin, aber da habe ich nicht gedatet. Hast du nicht deine Dating-App umgestellt? Nee. Habe ich jetzt gemacht, als ich nach Köln gekommen bin. Ich dachte so, ich muss ja mal gucken, was hier geht. Und geht einiges, ne? Ey, kann was. Ich hätte es nicht gedacht. Köln kann Köln was, auf jeden Fall. Die Männer können was. Ja. Ja. Also zumindest oberflächlich gesehen. Ja. Ja, die Erfahrung habe ich bis jetzt auch gemacht. Aber wir machen am Anfang eine kleine Speed-Dating-Runde, okay. Damit ich und die Zuschauer und Zuhörer dich kennenlernen können. Wie alt bist du? 24. Wo wohnst du? In Berlin. Was ist dein Beruf? Influencerin. Hast du schon mal in der Öffentlichkeit gedatet? Ich muss gerade kurz drüber nachdenken. Ich dachte so, ja, habe ich. Wo denn oder wie? Bei Love Island. Wann warst du bei Love Island? 2021. Okay, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Wie ist dein Beziehungsstatus? Single. Glücklich. Glücklich, sehr Single. Gut. Bist du eher Typ Beziehung, also Beziehungstyp oder Happy Single? Beides grundsätzlich. Also ich bin glücklich mit mir selbst, aber bin auch gerne in einer funktionierenden, guten Beziehung. Okay. Und was ist die längste Beziehung, die du so bis jetzt hattest? 3 Jahre. 3 Jahre, das ist gut. Bei dir? fast 2 Jahre. Okay. Aber es ist schon lange her. Ja, bei mir sind die 3 Jahre auch schon ein bisschen her. Ja. Das war mein allererster Freund. Ah. Ja. Über meinen allerersten richtigen Freund habe ich in der letzten Folge erzählt. War der so schlimm? Nee, ich habe den nach 12 Jahren wieder getroffen. Ach, ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, also, falls ihr die Folge nicht angehört habt und angesehen habt, dann solltet ihr die unbedingt gucken oder hören. Ist wild. Also wie alle Storys in meinem Leben. Wir sind jetzt auch schon wieder ein bisschen heiß. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Fragen vergessen dadurch. Nee, letzte Frage ist, Dating-Apps ja oder nein? Also vor einem halben Jahr hätte ich gesagt nein. Echt? Und jetzt bin ich absolut ja. Ich war immer richtig anti-Dating-Apps. Warum? Ich weiß nicht. Es war so, ich lerne doch genug Menschen kennen. Man muss dazu sagen, ich habe in einem Club früher gearbeitet. Mhm. Dadurch habe ich halt super viele Typen immer kennengelernt. Mhm. War so, ich lerne die doch im echten Leben kennen. Warum brauche ich eine App? Ja. Gibt es da viele Stories, wie du da es geht. Kennengelernt hast? Es geht. Ja, also ich meine im Club, man wird automatisch relativ viel angesprochen, ne? Mhm. Und wir wissen ja auch alle. Ach stimmt, du warst so Bottle Girl, ne? Mhm. Ja, okay, so heißes Bottle Girl. Stimmt, ich erinnere mich. Das heißt, du hast gesagt, ne? Ja. nee, aber ich hatte wirklich so eine Phase, da war es mir scheißegal. Ich hatte mit jedem was. Es war mir so egal. Aber wenn du dich so voll wohl damit gefühlt hast, die alle scheißegal waren und du voll im Reinen in dem Moment und auch immer noch bist, ist ja, dann lieben wir. Ja. Dann lieben wir, wenn sich eine Frau oder auch ein Mann, aber halt vor allen Dingen Frauen einfach nehmen, was sie möchten, ohne so gejudged nämlich. Zu werden, ohne so Angst nämlich. Davor zu haben, gejudged zu werden. Ich krieg hier gleich schon wieder Hate, weil ich so viel Englisch spreche. Oh. Leute, ey. Ich bin übrigens bilingual aufgewachsen, also es ist ganz normal, dass ich Deutsch und Englisch vermische, ja. Okay. Halb Deutsch, halb Iren. Ah ja. Ja. Na dann. Aber ich muss auch irgendwie Leuten gerade auf Instagram erklären, dass die Sprache sich ständig verändert und im Wandel ist und nicht stagniert und das auch in den Geschichtsbüchern zu sehen ist und es ganz normal ist, dass die neuesten Generationen viel Englisch mit einfließen lassen. Ja, da sind so ein paar Leute, die das nicht verstehen. Ich habe neulich X aufgegriffen. Irgendwo, ich weiß, in der Story habe ich über X geredet. Ja, ne? So, I get the X. Was ist denn jetzt schon wieder für ein neues Wort? Wer das braucht schon sowas? Ewig. Ich bin so, oh Leute. Doch so, I get the ick. Ist halt, wie sagt man auf Deutsch? Ja, Red Flag ist ja auch Englisch. Ja, also den ick bei jemandem kriegen. Ich benutze das auch manchmal. Ja, ick ist ja eigentlich einfach so ein bisschen wie so ein kleinen so ein Gitz. Ja, so ein was gibt dir denn ein ick bei Typen? Android-Handys. Android-Handys? Mhm. Oh mein Gott, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich hatte einen Typen mal, der ein Android hatte.
Ich glaube, ich habe tatsächlich so noch nie einen gedatet, der eins hat. Doch, ich schon. Sogar krass. Ernsthaft gedatet. Krass, okay. Nee, dann war sein Akku einmal leer, als er hier war. Und ich so, was machen wir denn jetzt? Ich habe doch kein Kabel dafür. Dann haben wir geguckt, ob man bei Flink oder Gorillas so ein Kabel bestellen kann. Krass, ja, aber gab's nicht. Also, ich war so, hä? Ja. Aber schon weird, wenn jemand Android hatte. Ja, was ist denn, was bei dir so ein richtiger Ick? Oh, es ist so witzig, das passiert die ganze Zeit im Podcast. Ich stelle Fragen und wenn mir die dann zurückgestellt werden, bin ich so, weiß ich gar nicht. Skinny Jeans? Oh Gott, ja. Oh Gott. Skinny Jeans? Ja, Skinny Jeans. Bin ich auch raus. Und, wo ich auch raus bin, wenn der Typ das nicht schreiben kann, also das mit Doppel-S und mit einem S. Das hatte der letzte, den ich jetzt gerade. Nein. Ich habe es versucht zu ignorieren. Und seit. Mhm. D und T. Mhm. Ja, ich versuche das zu ignorieren, weil beim Schreiben, ich denke mir so, ich mache auch so viel manchmal Flüchtigkeit passiert. Und man tippt einfach und einfach raus damit. Ich achte auch nicht auf Groß- und Kleinschreibung dann, wenn ich mit jemandem schreibe. Nee, ist dann auch nicht. Egal. Wenn ich das Gefühl habe, dass der Mensch intelligent ist, dann reicht mir das. Jeder hat seine Flaws. Ja. Aber eine Skinny Jeans ist kein Flaw. Also, nein, Leute stehen auf verschiedene Dinge. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr Skinny Jeans tragt. Wir finden wenn ihr euch wohlfühlt. Genau. Wir finden es einfach nicht attraktiv. Genau so. Wir finden halt lässigere Hosen attraktiver. Safe. Ey, manche Typen sagen auch vielleicht, warum tragen wir so weit? Ja, genau. Ja, safe. Manche Typen stehen auch gar nicht auf unseren Style. So, wir sind ja beide gerade sau baggy, sau chillig. So, was? Körper, Figur? Das haben wir nicht. Normal. Und natürlich auch super oberflächlich, ne? Muss man ja auch mal sagen. Wenn jetzt der richtige Typ um die Ecke kommt und dann packt der da sein Huawei aus, dann bin ich, ja, okay. Ich glaube, das dann heißt Huawei. Halt dann vielleicht doch nicht. Oh mein Gott, stell dir vor, du datest einen Typen und er packt sein Handy aus und du so, du hast ein Huawei. Mm-mm, ich hab ein Huawei. Damit ich rennen. Ja, also noch ein Ick von dir bitte. Kein fester Händedruck. Auch gar oh mein nicht Gott, das hatte ich gestern Abend, habe ich mit jemandem darüber geredet. Ja? So, gib mir mal einen festen Händedruck. Also so dominant kannst du ja nicht im Bett sein, wenn du so die Hand gibst. That's what she said. I did. Habe ich zu ihm gesagt. Und wie hat er reagiert? Ja, das ist so, ja, nee, das ist ja nur der Händedruck im Bett, das ist dann anders. Ja. Reden können sie immer ganz gut, ne? Ja. Oh, hattest du schon mal so jemanden, also das machen ja echt einige Typen. Boah, ja, aber wenn du mich erstmal im Bett erlebst, oder dass die so vorher so. Das so anteasern? Das gibt mir ein Ick. Oh ja. Das gibt mir ein Ick. Aber ich will dann gar nicht erst mit jemandem schlafen. Nee. Wenn es ein Typ ist, der vorher darüber reden muss, dass wie er geil gut er im ist. Bett ist. Ja, nee, boah. Aber hatte ich ehrlich gesagt auch noch nicht. Also nicht ernsthaft. Aber ich glaube, bei mir denkt man auch, dass ich so voll schnell mit jemandem schlafe. Das hattest du vorhin in deiner Story oder gestern Abend oder so. Ja, nicht schnell. Aber bei mir same. Also bei mir braucht es schon so eine Zeit und ich brauche schon so eine Bindung zu einem Menschen. Mhm. Ich hatte noch nie einen One-Night-Stand. Mhm. Ich glaube, die Erfahrung ist bestimmt ganz interessant. Ja. Aber nee, ich brauche schon eine Bindung zu einem Menschen, bevor ich so intim mit dem werde. Also ich muss sagen, das hat sich bei mir im Laufe der Zeit so voll gewandelt. Ich bin ja jetzt ein paar Jährchen älter, aber ich bin 28. Mhm. Falls du das nicht wusstest. Ich dachte 26. 26, nee, ja. 28. Und ich habe schon gemerkt, diesen Unterschied. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, sexuell aktiv zu sein, war ich so, ich kann nur in einer Beziehung Sex haben. Dann habe ich nach einer Zeit gemerkt, okay, das funktioniert auch ohne. Geht auch ohne Beziehung. Und dann war ich so, nee, aber ich brauche schon mehr und länger und bla. Und dann gab es aber trotzdem Situationen, wo es auch schneller ging. Also je nach Situation dann einfach, wenn es passt voll, oder nicht. Voll, aber ich bin trotzdem immer noch kein One-Night-Stand-Typ. Ich hatte auch noch nie diesen klassischen One-Night-Stand. Also ich hatte schon mal einen Typen, mit dem ich einfach nur einmal geschlafen. Okay, vielleicht habe ich jetzt. Zwei Typen, mit denen ich einfach nur einmal. Sagen wir mal so maximal eine Handvoll. Zweieinhalb? Okay, den halben, den wollen wir jetzt wissen. Oh Gott. Och Mann, es kommt fast in jeder Folge ein Moment, wo es mir super unangenehm wird. Ja, jetzt ich denke mal, ich bin so offen und ich kann alles erzählen. Ja. Punkt, und dann wo ich so denke, oh Gott. Okay, also erzähl von dem halben. Die anderen zwei können wir uns denken. Also, der halbe war schnell fertig. Jemand, ja, weil es sein erstes Mal war. Oh nein, Maus. Ja. Ich habe noch nie mit einem Typen, also ich habe noch nie einen Typen entjungfert. Ich zwei. Ja? Ja. Und wie war das? Also, der eine war meine 2,5 Jahre lange Beziehung.
Fast zwei Jahre. Und für den war ich halt die, mit der er alles zum ersten Mal hatte. Also das erste Mal auch geküsst und das erste Mal so richtig intensiv Zeit mit einem Mädel. Das finde ich, ist aber nochmal was anderes, wenn man dann in einer Beziehung ist irgendwie. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt aber schon mein erstes Mal und hatte schon Beziehungen und auch den Typen, von dem ich letztes Mal erzählt habe und so. Das war das davor. Ja, aber der andere, der war letztes Jahr. Oh. Ja, das war schwierig. Aber ich glaube, er hatte auch ziemlich Glück mit mir, dass ich war da eine gute Person für ihn. Ja. So sehr verständnisvoll, sehr. Oh, ich glaube, das wäre ich auch. Ich habe eben für alles Verständnis. Ja, ich auch. Aber weil ich selber so viele Ängste habe, dass, genau, dass ich niemals auch nicht, andersrum judgen würde. Nein, oder, ich auch nicht. Ich auch gar nicht. Und es ist halt dann, also ich weiß halt nicht, wie viel ich jetzt erzählen soll, aber man weiß ja nicht, um wen es geht. Und der hört auch den Podcast nicht. Ja, von daher. Aber es hören echt viele Typen meinen Podcast, auch gestern jemanden auf der Straße nicht getroffen haben. Ah ja, muss ich ja auch gleich erzählen. Ja. So, dass dann Leute sagen, ich habe in deinen Podcast reingehört. So, und ich bin immer so, okay. Ja. Nee, es war schwierig für ihn, weil er hat sich halt mit so vielen Jahren so viel Druck gemacht, dass er halt noch nicht sein erstes Mal hatte. Und er hatte so viel Druck, dass es halt schwierig war. Und das finde ich aber auch super schade in unserer Gesellschaft, dass man irgendwie, dass es so schlimm ist, wenn man sein erstes Mal noch nicht, keine Ahnung, vor 20 oder was weiß ich hatte. Obwohl das ja eigentlich, wenn du dich noch nicht danach gefühlt hast, so, dann ist es halt so. Ja, der hat halt auch erst kurz vorher oder ein, zwei Jahre vorher angefangen, sowas aus sich zu machen und hat dann erst angefangen, Frauenkontakt zu haben. Ja, manchmal liegen die Prioritäten ja auch einfach früher woanders. Ja, voll. Und deswegen war das halt dann schon ein längeres Thema, dass wir da gemeinsam so dran gearbeitet haben, dass es so ein Arbeitsprojekt. Ja. Nee, dass man halt mit jeder Intimität irgendwie ihm mehr das Gefühl von Sicherheit geben konnte, von wegen, hey, es ist auch nicht schlimm, wenn es gerade nicht funktioniert. Und das will ich auch gerade nochmal sagen, wenn Typen hier gerade zuhören, es ist völlig normal, dass ihr mal keinen hochkriegt. Ja. Das ist so normal. Und auch an die Mädels, ihr müsst euch da nicht schlecht fühlen, das hat nicht was mit euch zu tun. Und an die Typen, das ist überhaupt nicht schlimm, es ist völlig normal, das passiert jedem mindestens einmal. Und auch wir Frauen kennen das, das ist jetzt nicht, der Typ ist dann für mich nicht kein richtiger Mann, weil er kein Hochkriegt, um Gottes Willen. Ich habe da so viel Verständnis für und das ist auch schon öfter passiert. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige, einfach Kommunikation. Voll. Dass man darüber redet, generell allgemein bei Sex. Und deswegen ist auch die Sache, dass ich nicht, also dass ich mir One-Night-Stands einfach nicht so gut vorstellen kann. Weil ich finde, das erste Mal mit jemandem ist meistens nicht so gut, weil du erstmal darüber reden musst, ein bisschen sagen musst, das mag ich, das magst du, bla bla bla. Ja. So, ne? Ich habe auch gesagt, eigentlich meine Regel ist, ich schlafe nur noch mit jemandem, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mit der Person über alles reden, in Anführungsstrichen. Also nicht über alles, weil wenn es jetzt für mich kein ernstes Dating ist, ich muss nicht, ne? Voll. Aber im Bett über alles reden. Ich muss dieses, so ein Stück weit dieses Gefühl von Sicherheit haben, dass er mich für nichts bewerten würde, wenn irgendwas mal Komisches passiert, ich ein unwohles Gefühl habe, es vielleicht nicht so klappt oder mir was wehtut oder ich mir das anders wünsche. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann das der Person nicht sagen, dann schlafe ich nicht mit der Person. Ja, ja, finde ich auch. Ja, und jetzt sag nur, gestern wurdest du auf der Straße von jemandem? Ach so, ganz wild. Ich war gestern unterwegs und ich hatte sowieso schon einen guten Abend, auch schon mit Jungs, mit denen wir da waren. Mhm. Das heißt, es war schon so eine Base mit ein bisschen shaky, bisschen flirty, aber eigentlich freundschaftlich. Kennst du dieses, wir sind Freunde? Ja, aber ich mag das voll gerne. Ja? Das mag ich sehr gerne eigentlich. Aber also mir passiert es ziemlich oft, dass Typen so sagen, du bist so mega, aber nur freundschaftlich. Ach aber so. Trotzdem sind die dann so ein bisschen flirty. Ach so, nein, aber wenn flirty. Man so Freund... Ach so, ja. Ja, aber das ist doch nice eigentlich. Weil du kannst so ein bisschen flirten, aber es wird nichts ernst. Es ist so einfach ein bisschen Spaß am Abend. Ja, ja, das mag ich gern. Ja. Aber es ist schon so... Du willst nicht so schnell in diese Friendzone abgedingst werden oder was? Für mich ist Friendzone absolut in Ordnung, wenn der Typ mir Friendzone-Signale sendet. Aber sehr viele Typen senden keine Friendzone-Signale, aber reden von Friendzone. Okay. Naja, auf jeden Fall hatte ich da schon einen guten Abend und hatte gut Spaß. Und dann stand ich da draußen mit dem einen Typen, reden gerade mit dem, wir hatten gerade so Deep Talk. Ich mache das immer so, wenn ich feiern bin oder so, ich habe dann irgendwie Deep Talk mit Typen. Hast du getrunken gestern? Ja, aber ich war nie betrunken, also zu keinem Zeitpunkt. Ich finde häufig, wenn man so ein bisschen getrunken hat und dann redet man so über so richtig tiefe Sachen. Also nee, ich mache das auch nüchtern. Ja, okay. Ja, aber ich meine, dann ist es auch nochmal geil. Und dann sehe ich einen Typen, der da vorbeigeht und der hat sich so halb weggedreht und ich gucke den so an. Der Typ, mit dem ich geredet habe, der war so, hä, was ist los? Ich so, sorry, warte kurz, ich muss kurz was gucken, ob ich den Menschen kenne. Und ich dachte so, ist das
ist es der? Und ich habe gewartet, bis der sich auch umdreht und er sieht mich auch und er so, ne, oh mein Gott. Und dann haben uns Hallo gesagt und das ist einfach ein Typ, auf den ich irgendwie vor ein paar Jahren mal einen Crush hatte, den ich aber noch nie in echt gesehen habe oder getroffen habe. Ich habe damals... Von Insta oder was? Ja, der macht Musik. Ja. Und ich habe ein Musikvideo von dem gesehen. Und ich war so, oh mein Gott, dieser Typ, diese Stimme. Und ich habe sofort rausgefunden, so wer der ist und habe so geschrieben. Und eine Freundin meinte noch so, die den kannte von dem Musikvideodreh, weil sie hat es gepostet, sie hat da mitgespielt. Ach so. Und dann meint sie so, oh ja, ist ein Süßer, mach doch mal so und so. Und ich so, habe ich schon erledigt. Der hat mir schon geschrieben. Ich so, mein Game is on. Ja, und dann habe ich damals mit dem geschrieben und ich fand den echt, also in diesem Musikvideo, ich war so, wow. Das musst du mir nachher mal zeigen. Ja, kann ich machen. Ich glaube, du kennst auch die andere Person, die das Musikvideo mitgemacht hat. Ich kann es halt nicht sagen, weil sonst weißt okay, du ja, vielleicht, ja, wer ja, das ist. Ja. Und dann habe ich irgendwie eine Zeit lang mit dem geschrieben. Der kommt aber auch nicht aus Köln, sondern irgendwo in der Nähe, keine Ahnung. Und dann hat es irgendwie damals mal in so einem kleinen Beef geendet, weil der irgendwas über Frauen gesagt hat und dann gab es sogar, habe ich sowas, also es war irgendwie ganz wild und dann war der eh für mich unten durch. Keine Ahnung mehr, was das war, ist halt auch schon ein paar Jahre her. Dann hat er auch nicht mehr wirklich Social Media gemacht und dann ist er letztens auch wieder auf Social Media aufgetaucht, war auch irgendwie kurz im Fernsehen bei einer Musikshow kurz so mit Singen. Deswegen, er hat dann wieder Content gemacht. Dann habe ich irgendwie auch mal kurz wieder auf irgendwas reagiert und meinte so, ach krass, du machst ja noch was. Da haben wir kurz ein, zwei Nachrichten ausgetauscht, aber halt nicht wirklich. Und jetzt habe ich den da gesehen und das war halt das erste Mal, dass wir uns so in echt gesehen haben. Witzig. Und der hat aber auch so positiv auf mich reagiert. Der war so richtig so, oh mein Gott. Und der hört den Podcast? Nee, der hat dann so zu mir gesagt, plötzlich, der kam so, er so, komm mal her. Aber ich bin dann wieder so zu meinen Freunden, er ist dann wieder zu ihm, kurz so geredet. Ja, komm mal her, ja, ja, weißt du was, ich habe mal in deinen Podcast reingehört. Und so, ich so, okay, hi. Das ist echt weird, wenn so Leute so random. Grüße auf jeden Fall, ne? Ja, ich glaube, der guckt sich nur die Snippets auf Instagram an. Ah, okay. Meinte er, meint, so, er guckt sich diese Einzelteile so an. Okay. Ja, deswegen, ich glaube nicht, dass er das jetzt hört. Aber wie findest du das grundsätzlich? Ist dir das unangenehm? Weil ich zum Beispiel teile ja relativ viel über mein Datingleben auf TikTok. Und ich sage immer, also gerade habe ich sowas mit einem so ein bisschen ernster. Also, aber ja, Situationship-mäßig, ne? Und ich aber sagst verboten, du das immer aktiv? Wie meinst du? Achso, warte, du erzählst mir gerade, dass du gerade mit jemandem ernst. Achso, ja, das hast du dir gerade erzählt. Ach, das hast du mir gerade erzählt. Ja, das habe ich dir gerade erzählt. Oh, das droppt. Okay, nein, interessant. Also nicht Ernstbeziehung, aber ja, das habe ich dir gerade Das hast du jetzt nein, nicht nur mir erzählt. Nein, ich wollte dir erklären, dass ich halt ihm verboten habe, meine TikToks zu gucken. Ja. Weil ich finde das voll unangenehm, wenn ich da über ihn rede und er guckt sich das dann so an. Ja. Und deswegen bin ich so, nee, du darfst nicht meine TikToks angucken. Verstehe ich. Und ich glaube, also er sagt, er macht's auch nicht. Was mich jetzt interessiert ist, also wir machen ja beide Dating-Content. Und du redest darüber, dass du Dates hast, auf Dating-Apps bist. Und tatsächlich habe ich die letzten Tage sogar darüber nachgedacht, oh, ich möchte es eigentlich viel mehr so wie Greta machen, dass ich wirklich so aktiv poste, sage, Leute, ich gehe jetzt auf ein Date. Weil das finde ich richtig cool und das nimmt die Leute halt mit, wenn die eh an deinem Dating-Stuff interessiert sind. Finde ich richtig cool. Aber das mache ich halt bis jetzt nicht, weil, ja, das halt so komisch ist, jemand, also den Leuten wirklich so aktiv vom Datingleben zu erzählen. Ich erzähle zwar viele Stories, aber ich sag nie, ich lerne jetzt gerade jemanden auf Ernst kennen und das passiert gerade und ach Leute, jetzt ist es wieder vorbei. Ja, für mich ist es auch aktuell noch so ein bisschen schwierig, weil ich habe ja meine letzte Beziehung komplett aus der Öffentlichkeit rausgehalten. Und jetzt plötzlich erzähle ich so über mein Liebesleben, sage ich mal. Ja. Und aktuell ist es so ein bisschen schwierig für mich noch abzuwägen, was ist mir jetzt eigentlich zu privat schon wieder und was wird mir gerade zu ernst. Aber ich glaube dadurch, ich bin wirklich gar nicht auf der Suche nach was Festem. Ich bin wirklich einfach aktuell nur daran interessiert, irgendwie meinen Spaß zu haben, so mäßig, ne? Und Leute kennenzulernen. Und ich habe auch gestern in der Story gesagt, so, ey, wenn ich date, ist es FSK 6, wirklich, weil wir gehen spazieren oder so. Ich mehr passiert da beim spazieren. Ersten Date nicht. Also, ich glaube, alle stellen sich das immer ein bisschen anders bei mir vor, aber es ist nicht so. Fühle ich, das habe ich auch in meiner ersten Folge gesagt, von wegen, ich habe ein wildes Datingleben, aber ist jetzt nicht so wilde Bettgeschichten. Ja, genau, so. Genau. Ja, so ist es bei mir auch. Du lernst gerade aktiv jemanden kennen. Und ja, wir daten uns schon sehr intensiv. Okay. Also wir sehen uns eigentlich jeden Tag. Hä?
Und das erzählst du öffentlich dann auch, obwohl es nicht noch ja, nichts so Festes mäßig, so ist. Ja, so mäßig erzähle ich schon, ja. Crazy. Ja. Aber trotzdem bist du noch auf den Dating-Apps gleichzeitig ja, unterwegs? Ja, ja. Okay, weil es nicht exklusiv nee, ist. Nee, ist es nicht. Aber das ist auch besprochen. Und wir besprochen. Wissen auch beide, ja, sowieso, Kommunikation. Wichtig. A und O. Wichtig. Und wir wissen auch beide, dass es eigentlich gar nicht funktionieren kann bei uns. Weil er geht jetzt auch bald wieder zurück. Er ist nur kurz in Berlin. Mhm. Und es ist alles so ein bisschen schwierig. Ja, kenne ich die Storys. Ja, also sehen, ihr genießt jetzt bringt. Einfach nur die Zeit, die zusammen, ihr miteinander habt. Genau, machen uns nicht aber so viele Gedanken über die Zukunft. Jeden Tag sehen? Ja. Bei jemandem, den man eigentlich gar nicht ernst daten will, ist schon heavy, oder? Ja, wir sind schon gerne miteinander. Wo ist dann der Schritt zu, ja, ich will dich ernsthaft kennenlernen? Ist super schwierig, ne? Ist es super schwierig. Aber ich bin so richtig, mein Kopf sagt mir so, Greta, du kannst nicht schon wieder in die nächste Sache reinsliden. Weil bei mir war das schon bei meiner letzten Beziehung so, ich bin aus einer Beziehung rausgekommen und habe direkt meinen neuen Freund kennengelernt. Ach, und ich krass. Hätte eigentlich nochmal so ein bisschen Zeit für mich einfach gebraucht. Ja, das ist und wichtig. Wollte nicht direkt schon wieder, aber manchmal, du kannst ja auch nichts gegen deine Gefühle machen, ne? Manchmal entscheidet sich dein Herz irgendwie anders als dein Kopf. Ja. Aber mein Kopf ist gerade so, Greta, du bleibst Single immer mindestens ein Jahr. Schau ich habe auch so eine Freundin, die jetzt erstmal Single bleiben soll, die jetzt aber auch schon wieder in der Sache drin steckt, aber die versucht es halt richtig aktiv langsam angehen zu lassen und sieht den Menschen auch öfter. Mhm. Und die haben eine gute Zeit miteinander und die fühlt es auch, aber es ist halt noch trotzdem so weit entfernt von, ich kann mir was Ernstes oder eine Beziehung mit der Person vorstellen. Weil sie sich sehr, also sie unterdrückt dann doch, dass da halt mehr diese Cuteness aufkommt. Also ich meine immer zu ihr, ich bin halt das Gegenteil, weil ich bin halt so, ich wiederhole mich in diesem Podcast einfach so oft. Ich bin so, wenn ich was fühle, dann lebe ich das aus. Mhm. Wenn ich jemanden cute fühle, dann bin ich auch cute zu dem. Und ich unterdrücke das nicht. Aber datest aber du, also datest du aktuell mit ernsten Absichten? Also weil du wirklich Lust hast auf eine Beziehung? Ich lasse das alles auf mich zukommen. Okay. Also ich bin fair. Offen für alles. Ja, okay. Also ich bin offen dafür, dass morgen der zukünftige Mann meiner Kinder vor mir steht. Mhm. Ich bin aber auch offen für jegliche, einfach ein bisschen locker, ein bisschen Spaß haben. Warst du früher auch eine von denen, die gesagt hat, so mit 27 habe ich mein erstes Kind? Ich habe das nie so konkret gesagt. Ich habe immer gesagt, mit 27 fange ich an zu vögeln. Echt? Ach ja, okay. Na dann. Nee, ich habe nie so ein krasses Alter bei mir gesehen, von wegen dann und dann will ich Kinder haben. Mhm. Ich habe mich schon ein bisschen an dem Alter meiner Mom orientiert und das war 27, 28. Mhm. Und ich dachte mir so, hä, das ist voll das perfekte Alter zum Mama werden. Aber je älter man wurde, desto mehr hat man gemerkt, okay, das ging jetzt ganz schön schnell. Ich bin schon 28. Ja, dauert noch ein paar Jährchen. Ja, zum Glück so. Bin ich noch 24, aber trotzdem. Ja. Ich habe mir früher mit 12, habe ich gesagt, wenn ich 16 bin, trage ich nur noch hohe Schuhe. Für mich war das irgendwie so, dann bist du so alt. Ja, crazy. Mit 16, dann trägst du nur hohe Schuhe. Ja. Nee, ich habe tatsächlich Anfang 20 ging es noch viel um Bodycount. Also da gab es das Wort Bodycount aber noch nicht. Also diese Liste, mit wie viel ich geschlafen habe. Und ich habe die sehr schwer aus meinem Kopf rausbekommen. Es war auch immer, wenn ich Typen kennengelernt habe, noch Thema. So, mit wie vielen hast du schon geschlafen? Oh, krass, okay. Also jeder hat mich so voll interessant. Gefragt. Ich habe gestern Abend da mit Freundinnen drüber geredet. Ja? Klärst du sowas aktuell? Klärst du das auch noch ab? Also ich wurde das früher immer gefragt. Und dann immer, wenn ich meine Zahlen früher gesagt habe, haben die immer so positiv darauf reagiert. Weil das war so, okay, die hatte schon ein, zwei Erfahrungen, aber hat jetzt nicht rumgevögelt und das fanden die immer toll. Mhm. Und es war schon viel in meinem Kopf, es dürfen nicht so viele auf die Liste. Ah, krass. Und das hat mich sehr gehemmt. Ja. Und auch meine ganze Köln-Zeit, ich war oft in den Situationen, dass ich mit Männern hätte schlafen können. Und ich auch schon mit denen close, also intim so war und Nähe ausgetauscht habe. Aber dann den Schritt, dass ich mit denen schlafe, das nicht gemacht habe, weil ich aber auch immer so arg dann drüber nachdenke, ist der Typ ist mir jetzt wert, auf meine Liste zu kommen. Ah, krass. Und hab dann aber auch im Nachhinein war ich dann immer froh, weil ich so meinte, ah, der ist eh nach kurzer Zeit irrelevant und gut, dass ich nicht mit ihm geschlafen habe. Mhm. Aber es war schon so, ah, noch einer. Und wenn ich dann mal irgendwie horny war und dann überlegt habe, oh, ich hätte jetzt schon mal wieder Bock auf Sex, weil ich das tatsächlich kann lange ohne und habe nicht oft Sex, dann war es so, ja, aber ich will mir ja jetzt nicht irgendeinen suchen. Ja, eigentlich wäre es ja gut, mit jemandem zu schlafen, der schon auf der Liste steht, weil dann kommt ja keiner dazu.
Also so richtig, dass es so aktiv in meinem Kopf war mit dieser Liste. Und Anfang 20 habe ich gedacht, wie schade eigentlich. Ne? Ja, super schade. Also schade. Auch jedem, vergesst diese verdammte Liste. Der Bodycount ist so egal. Ja. Und ich habe da wirklich versucht, aktiv dran zu arbeiten, weil es halt so viel gesünder für den Kopf ist. Wenn ihr einfach Lust habt, mit jemandem zu schlafen, es sich gut anfühlt, ihr euch in dem Moment sicher fühlt, dann macht es einfach. Egal, ob es einer mehr auf der Liste ist oder nicht. Safe. Und ich habe aber halt irgendwie Anfang 20 gedacht, ja, ich glaube, ab 27 ist es, glaube ich, egal. Dann fragt keiner mehr. Ich glaube, da ist man dann so erwachsen und so mitten in diesem Erwachsenenleben, dann ist egal, mit wie vielen man schläft. Okay, und deswegen war so in deinem Kopf, ab 27 wird rumgefügelt. Ja, irgendwie so ein bisschen. Ja. Und dann ist es tatsächlich dann so, ab letztem Jahr meinte ich dann so, okay, jetzt fängt so meine wildere Phase an. Also es war zufällig dann so ein bisschen. Mhm. Also ich habe dann nicht viel mehr gevögelt, aber schon ein bisschen, ich wurde ab letztem Jahr lockerer. Krass, ich konnte ab letztem Jahr meine Liste vergessen. Und jetzt fragst du Typen, mit wie vielen sie vor dir geschlafen haben? Nein. Nee, gell? Ich auch überhaupt nicht. Es kommt mal vielleicht vor, aber nicht oft, dass ich irgendwie gefragt werde oder dass man das irgendwie in Gespräch, dass das Thema aufkommt. Aber super, super selten. Und ich würde einen Typen nie fragen, weil es mir auch so scheißegal ist. Mir auch so egal. Also mir geht es nur darum, in dem Moment, was gibt mir der Mann für ein Gefühl? Mhm. Und auch, was habe ich vielleicht für einen Eindruck? Was ist es für mich für ein Typ Mann? Ist es einer, der super zurückhaltend ist und nicht viel mit Frauen hat? Oder ist das einer, der viel unterwegs ist und man weiß auch von seinem Image, der ist viel mit Frauen? Und ich wollte gerade sagen, diese Info reicht mir dann schon, um einschätzen zu können, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Voll. Und ich wollte gerade sagen, es ist ja auch so, dass du in den Gesprächen mit jemandem schon merkst, okay, ist der schon ein bisschen, also hatte der schon mehr Erfahrungen oder hat er noch nicht so viele Erfahrungen? Ja. Ich finde, das merkst du ja auch relativ schnell. Voll. Dadurch, dass wir eh immer erst reden, bevor wir mit irgendjemandem schlafen. Das ist so gut. Ja. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel auch, so egal, auch den einen Typen, der halt noch keinen Sex vor mir hatte. Mhm. Und es war auch in Ordnung für mich. Also manche meiner Freunde meinten so, Red Flag. Ja. Also ein Typ, der noch Jungfrau ist, in meinem Alter. Mhm. Also der war nicht in meinem Alter, der war halt jünger als ich. Passiert öfter mal aus Versehen. Upsi. Aber es war für mich in Ordnung. Für manche ist es ein No-Go. Könntest du das? Also ich glaube, ich bräuchte schon jemanden, der ein bisschen Erfahrung mitbringt, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass ich sowieso an die Hand genommen werden möchte dabei. Same. Und ja, aber vielleicht ist es andersrum auch mal ganz aber interessant. Ich muss gestehen, boah, das ist jetzt hier, also es wird hier jetzt richtig privat. Ich bin eigentlich auch so, dass ich mir wünsche, jemand nimmt mich noch so im Bett an die Hand und zeigt mir Dinge. Mhm. Und ich kann, also, weil bei mir ist schon schwer, meinen Kopf auszumachen. Mhm. Und wenn ich jemanden habe, der mir so Sicherheit gibt, dass der weiß, was er tut und ich muss gar nicht viel nachdenken, voll, dient es, den Kopf auszuschalten. Ja. Aber ich muss gestehen, es hat mir auch sehr viel geholfen in meiner Entwicklung, dass ich der Part war, der mehr Erfahrung hatte und ihm so begleitet hat. Mhm. Weil auf einmal waren alle meine Ängste weg. Weil du nicht das Gefühl hattest, du kannst jemandem nicht gerecht werden. Ja, das war ja sowieso kein Thema, weil der hatte keinen Vergleichswert. Genau, genau. Der ja, weiß ja, nicht, was normal, was komisch oder keine Ahnung was ist. Aber ich hatte keine Zeit oder keinen Platz in meinem Kopf über meine Befürchtungen, mache ich das hier gerade richtig? Dafür gab es keinen Platz, weil ich mich nur um ihn gekümmert habe. Mhm. Und automatisch die sichere Partei war. Ah ja, krass. Und automatisch habe ich diese Rolle eingenommen von wegen, hey, es ist in Ordnung, dass du dir Gedanken machst. Ich bin für dich da, ich gebe dir Sicherheit. Dadurch war ich einfach die Rolle, die Sicherheit gegeben hat. Ja, und das hat mir irgendwie dann auch geholfen. Also dann halt im letzten Jahr, dass ich mich da sexuell mehr öffnen kann und entspannter bin. Ja, ja, voll, also voll schön. Bodycount 100, wäre das für dich ein Problem? Für mich ist es wirklich ganz, ganz egal. Egal, ne? Ja, bei mir ist wirklich nur die Sache, dass es, ich habe so ein bisschen Vergangenheitsgeschichte. Ich hatte HPV etc. und deswegen bin ich was so, ja, einfach Verhütung angeht, super sensibel geworden. HPV ist Gebärmutterhalskrebsviren, ne? Ja, genau, das sind diese humane Papillomviren. Nur einfach für die Leute, die vielleicht nicht wissen. Ja. und ja, ich musste da auch operiert werden tatsächlich. Mhm. Und deswegen bin ich da echt sensibel geworden. Und seitdem verhüte ich tatsächlich auch nur noch mit Kondom. Also ich hatte so vorher einen Verhütungsring. Mhm. Ein bisschen too much information hier, sorry Leute. Ja, deep und ehrlich. Hab den dann aber abgesetzt, weil ich einfach mal so gucken wollte, wie mein Körper generell auf alles reagiert. Mhm. Und dadurch bin ich ja jetzt quasi immer verpflichtet, nur mit Kondom mit jemandem zu schlafen. Ja, weißt du? Aber mache ich auch. Ja, voll gut. Also ich habe früher die richtig Pille genommen, gut, aber nehme ich seit ein paar Jahren schon nicht mehr. Ja. Der Schutz ist jetzt, glaube ich, aber ich meine, es schützt sich halt erstmal vor auch Geschlechtskrankheiten. Ja. Und darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, dass
mir das schon wichtig ist, dass die Typen wirklich wissen, dass sie keine Krankheiten mehr einschleppen oder so. Ja, ja. Ich, also beidseitig natürlich. Voll. Darauf sollte man schon achten. Leute, verhütet. Wirklich, wirklich. Es ist so, so wichtig. Und das habe ich im letzten Jahr nochmal extremer gemerkt. Weil du auch Situationen hattest, dass Männer ohne Kondom mit dir schlafen wollten oder weil das dann Thema war? Ich hatte ja auch einen Freund zu der Zeit. Mhm. Und das ist ganz normal, das hat jeder mal. Also ich glaube, 80% aller Menschen haben irgendwann mal HPV-Viren. Das ist ganz normal, ja, ja. Und deswegen einfach regelmäßig zum Frauenarzt gehen, beziehungsweise zum Urologen. Mhm. Einfach testen lassen, Leute. Und passt auf euch auf. Jetzt haben wir auch noch den lehrreichen Wert drin. Sehr gut. Ja. Ich finde es so interessant, dass du gerade aktiv jemanden so triffst, das auch öffentlich sagst, aber trotzdem auch noch weiter auf Dates gehst. Wie sind diese Dates? Also du, ich liebe das, dass du postest, ich gehe jetzt auf ein Date, ich will das auch machen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Aber weißt du, was ich mache? Ich poste immer verzögert. Also ich lade es nicht an dem Abend hoch oder so. Aber du verzögerst nur ein paar Tage. Ich verzögere Monate. Ich habe auch schon einen Monat verzögert. Okay, okay. Weil ich war so, oh nee, wenn er das dann, das ist mir einfach unangenehm. Du hast vorhin gepostet oder, ich lieb's, dass du genau gestern oder heute so ein Q&A zu den Dates gemacht hast, das ist perfekt, dass du denen nicht sagst, also du gibst denen nicht dein Instagram, du hast gesagt, ich benutze Instagram nicht so, wir können E-Mails schreiben. War das ein Joke? Ja, das war joking gemeint und er hat es auch als Joke verstanden. Okay. Das war sehr witzig, weil er meinte so, wir können auch unser LinkedIn austauschen. Ich war so, okay. ich mag das nicht so gerne. Also es ist ja voll häufig so bei Dating-Apps. Also ich nutze ehrlich gesagt nur eine Dating-App. Welche Dating-Apps nutzt du eigentlich? Ich bin so hauptsächlich bei Bumble unterwegs. Okay. Ich hatte Bumble BFF für Berlin, als ich neu nach Berlin gezogen bin. Und dann habe ich so auf Dating umgestellt und dann war ich so, warum schreibt mir hier keiner? Ach so, du hast nicht verstanden, dass du schreiben musst. Und dann war ich so, nee, da habe ich aber keinen Bock drauf. Und bist du nicht so die aktive Maus? Nee, du kannst mich gerne anschreiben, aber ich... Boah, ich bin so die aktive Maus. Ja, nee. Ich spreche Typen im Club an, ich spreche Typen auf der Straße ansprechen, ich schreibe Typen an, ich slide in die DMs bei Insta. Voll, weil, warum sollen das nur Typen können? Voll. Wenn ich jemanden 100% gut finde, I shoot my shot. Ich hab so Angst vor einem Korb, ne? Scheiß drauf. Weißt du, wie viele Körbe ich in meinem Leben, ich hab mit in der Grundschule meinen ersten Korb bekommen. Weißt du, was mir dadurch war ich gebrochen und jetzt geht auch nicht mehr schlimmer. Ja, okay, I see. In Berlin, wir haben so einen DPD-Store. Und der Typ, der da gearbeitet hat, oder immer noch arbeitet, ich gehe nicht mehr hin seitdem, ist wirklich sehr hot gewesen, ne? Okay. Und ich habe ihn so gesehen, ich war so, und kennst du, wenn du dann so, du wahrscheinlich nicht, wenn du der aktive Part bist. Nee, ich lasse mich auch ansprechen, ne? Aber ich bin so schüchtern geworden, ich habe gar nichts mehr gesagt. Und dann bin ich aber die Tage immer häufiger dahin gegangen, dachte mir so, okay, vielleicht spricht er mich ja irgendwann an. Hast du extra Sachen bestellt damit, Pakete? Ich habe viele Pakete wieder abgegeben auf einmal, bestellt. Ja, man hatte ja so ein paar Möglichkeiten. Geil. Naja, auf jeden Fall. Jetzt brauche ich nochmal Briefe. Habt ihr nochmal Briefmarken? Hier ist meine Adresse. Ich muss was verschicken. Ja, und ich habe immer nur so in meinen engen Freunden auf Instagram davon erzählt, ne? Und irgendwann. Hast du auch so enge Freunde Dating? Ja, Sachen? Beste. Ich mache das auch. Meine engen Freunde sind bestens informiert. Ich pack dich in meinen engen Freunden. Ich dich auch in meiner, kriegst du richtig was mit. Dann irgendwann dachte ich mir so, gut, dann teile ich das jetzt doch mal bei TikTok. Hab meine enge Freunde-Story quasi abgefilmt und bei TikTok hochgeladen. Ich speichere auch immer alles, weil ich mir denke, irgendwann lade ich das auf TikTok, aber ich kann das nicht. Also, ist schon heavy. Die Freundin hat mir geschrieben von ihm. Er ist vergeben und die Freundin hat mich kontaktiert. Nein. Das ist so unangenehm gewesen. Ja. Oh mein Gott. Ja. Warte, was? Ja. Die hat meinen TikTok gesehen, also es war irgendwie auf ihrer For You oder so, und dann hat sie mir bei Insta geschrieben und meinte so, aber du hast doch da nur erzählt, ein heißer DPT-Typ. Ja, aber ich bin so gelaufen und man hat gesehen, wo ich ungefähr bin in Berlin. Okay. Ja. In meinem Kopf war natürlich auch die ganze Zeit noch, vielleicht ist er ja gar nicht derjenige und vielleicht meint sie jemand anderen. Ja. Aber ich glaube, er ist tatsächlich. Aber was hat sie dazu, also war die sie meinte mad, nur oder so, hat sie nur gesagt, just nein, for your information? Sie war so chillig irgendwie, sie hat lustig geschrieben. Okay. Ich habe ihr dann eine Memo gemacht, dass es mir super unangenehm ist. Ja, aber ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn jemand jemanden gut findet, wenn man nicht weiß. Ja, man weiß ja gar nicht, dass er vergeben ist. Nee. Dann ist ja auch, also so, hab ich kann auch ja nicht gemacht. Mad sein auf jemanden, wenn jemand meinen Partner attraktiv findet und der nicht weiß, dass der vergeben ist. Ich finde sogar ganz im Gegenteil, ist doch voll die Bestätigung für dich, dass dein Partner gut aussieht. Ja. Wir hätten das nicht gerne. Ja, wenn man da nicht so Eifersuchtsprobleme hat mit sich stimmt. selber. Haben ja dann einige.
Ja. Aber funny. Oh, ich liebe solche Stories. Und ich sag dir, bei mir passieren auch die ganze Zeit solche Sachen. Die ganze, also meine Freunde glauben das nicht. Als ich jetzt meiner Freundin heute Morgen oder heute Nacht alles erzählt habe, was gestern noch passiert ist, die meinen so, Alter, Jen, das ist denn das schon wieder, ne? Warum passieren dir die ganze Zeit solche Sachen? Vor einer Woche ist bei mir schon wieder kompletter Film passiert und meine Freundin so, das ist doch nicht dein Ernst. Ich wach auf, 1000 Sprachnachrichten, du hast schon wieder eine Filmstory. Also das, ich glaube, mein Leben ist ziemlich darauf gepolt oder zieht Dating-Content einfach das, ja. Also mein Leben ist sehr auf Dating, so, das zieht das alles komplett an. Ja. Und sehr viele wilde Stories. Gestern ja. Nämlich noch was. Ach, noch was? Ja. Ja, erzähl. Ich hatte gestern eine Begegnung, die mich geflasht hat. Mhm. Und zwar, ich war danach so. Das habe ich super selten. Also wirklich dieser DPD-Typ, aber sonst? Ja. Nee, bei mir war es auch niemand, der mich optisch einfach geflasht hat, sondern die Begegnung hat mich geflasht. Es war ein Typ, wir waren in einer Bar und ich war da ja mit meinen Freunden und also meiner Freundin und halt den Jungs, mit denen wir da waren. Und eigentlich wollte sie mich gerade so ein bisschen mit dem besagten Kumpel nur so verkuppeln. Also so hat so meine Hand genommen und wollte so, keine Ahnung, so weißt du, so irgendwas. Und da stand dann halt plötzlich zwischen uns so Typen, weißt du, wo man so war, hä, warum stehen die jetzt hier? Und es war dann halt ein Typ, der mir eigentlich gar nicht aufgefallen wäre optisch. Aber dann, ich bin halt so ein offener Mensch und ich komme halt mit allen sofort ins Gespräch und laber dann. Und dann haben er und ich einfach direkt so Jokes gemacht. Ah, du stehst im Weg, ah, was willst du, bla und so. Mhm. Und plötzlich hat es sofort geklickt vom Humor her. Und ich war dann gar nicht mehr bei meinem Freund, sondern ich stand dann mit dem und habe halt so viele Jokes gemacht. Wir haben über meine Tattoos geredet und es war so funny. Der war unglaublich lustig. Und ich dachte mir so, hä, der sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe gemerkt, okay, der ist ein bisschen älter. Mhm. Hat dann schon so einen Joke gemacht, ja, musst du nicht schon zu Hause sein bei deinen Kindern oder so? Ja, das ist meine Art zu flirten. dann ging es darum, irgendwie, dass ich ja noch ein Tattoo im Nacken habe, aber dass ich ihm das ja nicht zeige oder so. Ja, zeige ich dir nicht so schnell, bla. Mhm. Es war voll funny und ich war so, huch, nett. Und dann ist er irgendwie kurz danach dann einmal also aus der Bar raus und dann habe ich den kurz angehalten und meinte so, ach, geht ihr schon? Dann war er so, nee, ich gehe doch noch nicht, solange ich noch nicht das Tattoo in deinem Nacken gesehen habe. Ich so, okay, sehr gut. Dann ist er rausgegangen, ich bin wieder so zu meinen Freunden. Und dann habe ich den auch irgendwie gar nicht mehr gesehen, hatte da, hab mein Ding gemacht. Und dann stand ich wieder mit dem Kumpel draußen und hatte Deep Talk. Und zum Glück, es war ein perfektes Timing, weil meine Freundin kam raus und hat gesagt, ah ja, der eine will Shots ausgeben, kommt mal wieder rein. Und in dem Moment gingen diese zwei Männer, sind die gerade gegangen. Und ich habe gesehen, dass die weggehen. Und ich war so, nee, das geht nicht. Der hat doch mein Tattoo noch nicht gesehen. Der kann nicht gehen. Irgendwie hat mich der irgendwie gecatcht. Und ich dachte, nee, ich muss irgendwie noch Kontakt so aufbauen. Ja. Und dann war ich nur zu dem, mit dem ich gerade stand. Ich so, geh schon mal rein, geh schon mal vor. Ich komme gleich nach. Und er so, hä? Was passiert denn jetzt schon wieder? Ich dachte mir so kurz, okay, kann ich jetzt einfach gehen? Ja. Ich so, naja, du sagst ja eh, das ist Freundschaft, von daher ist ja auch egal. Und ich so, nee, geh wirklich rein. Er so, hä, dann mache ich mir ja Sorgen, wenn du dann hier alleine draußen bist. Ich so, nee, wirklich, alles, ich verspreche dir, alles gut, ich komme gleich. Mhm. Dann ist er gegangen und dann bin ich schnell den Typen hinterher und habe die dann so angehalten und habe gesagt, ja, hey, jetzt gehst du schon, ohne mein Tattoo zu sehen. Ich liebe es, dass du so selbstbewusst dabei bist. Ey, ich bin auch immer selbstbewusst, aber bei sowas bin ich so schüchtern. Ja, nee, geil. Ich meinte so, ja, nee, kannst ja jetzt nicht gehen, ohne das Tattoo zu sehen. Dann hat sich sein Kumpel auch relativ schnell verabschiedet und dann standen wir da noch einen Moment und dann kam so zwischendurch auch meine Freundin und der Kumpel auch kurz, weil die mich gesucht haben, weil sie meinte, sie hat sich Sorgen gemacht, weil er alleine ohne mich reingekommen ist und dann sind die kurz zu uns gekommen. Da hat der Typ auch kurz gefragt, war das dein Freund? Ich so, nee. Und diese Unterhaltung, ja, also die Begegnung hat mich schon ein bisschen geflasht. Ja, aber habt ihr jetzt was ausgetauscht? Ja, nee, pass auf. Der war 35. Mhm. Oh, scheiße, ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nicht zu viel Informationen über diesen Menschen sage. Naja, sonst heißt es auch wieder, ja, wenn ich dir jetzt mehr erzähle. Der hat Psychologie studiert und da war ich sofort so. Oh. Der führt das auch aus, arbeitet auch in dem Berufsfeld. Der wirkte so erwachsen. Also ich habe ja aus Versehen oft jüngere Typen. So. Aus Versehen sage ich immer, weil es nicht mein Beuteschema ist, sondern einfach, weil entsteht einfach so. Und auf einmal stand da so ein 35-jähriger, gestandener Mann, der wusste, wer er ist, was er wollte. Ja. Attraktiv. Psychologie studiert, er sah gut aus, er wurde auch immer attraktiver studiert für mich. Studiert immer noch? Nee, der hat Psychologie studiert ne, und übt den Beruf aus. Ich war so, wow, und das war halt so auf einer Augenhöhe und so ein nices Level, aber ja auch, ich wusste ja auch vorher schon, der Humor richtig gleich, richtig funny, wir konnten voll die Scheiße labern. Und dann auch, als das Thema Psychologie anfing,
hat er dann angefangen, irgendwelche so zum Joke, so, ja, ich fange jetzt hier nicht an, irgendwie dich zu analysieren, welches Modell du bist, welche Farbe, und ich kenne mich halt da aus und habe ihm sofort gesagt, ja, ich bin die und die Farbe, und du? Und er war so, oh, ah ja, okay, krass, mit der kann ich mich da tatsächlich über solche Sachen unterhalten, ja. Und dann haben wir tatsächlich über diese psychologischen Modelle geredet, ja. Und dann war das irgendwie so, dass er dann zu irgendeinem Zeitpunkt meinte, ja, nee, sag mal jetzt, wie alt du wirklich bist, und ich so, ja, 28, ja, so, sexy. Ich so, hä? Ich so, was ist denn jetzt an 28 sexy? Er so, du bist einfach sexy. Auf einmal wurde ich so verlegen, weil er guckt mich auch so Dann ist der Punkt, wo ja, du... Ja, da, ich meinte auch zu ihm, okay, das passiert selten, dass mich jemand dann verlegen machen kann, mhm. Weil ich stand da dann auch die ganze Zeit und bin dann auch also relativ dominant und selbstsicher. Dann auf einmal, er guckt mich so an und er meinte so, nee, du bist eine verdammt sexy Frau. Ich so, hä? Hat er das gerade zu mir gesagt? Und dann hat er halt Sachen gesagt, so von wegen, nee, ich hab dich da gesehen und du hast so eine krasse Ausstrahlung. So viele Mädels in dieser Bar sind so, hi, Detail und ich tue so, als wäre ich was, was ich gar nicht bin. Mhm. Und bei dir, du strahlst einfach was komplett anderes aus. Du strahlst aus, du bist da so locker und du weißt einfach, wer du bist. Boah, was ein und, schönes Kompliment. Ja, voll. Richtig schön. Es tat so gut und es war so, ich habe das ja, also es passiert ja öfter, dass ich mit Typen rede, denen ich offensichtlich gefalle und ich merke das und die sind dann fasziniert von mir, aber dann ist da so ein Machtgefälle. Also es ist dann so eher so, dass ich irgendwie über denen stehe und die dann so sind, boah, du bist so faszinierend, erzähl mir mehr vom Leben und so, weißt du? Und da war das halt gar nicht so. Das war so ein erwachsener, gestandener Mann mit so viel Selbstbewusstsein und so viel Selbstsicherheit, der dann einfach gesagt hat, du bist eine verdammt sexy Frau. Mhm. Und das war so für mich so, wow. Krass. Ja, keine Ahnung, ich war so, dann wurde ich kurz schüchtern. Aber warte, sein Freund stand die ganze Zeit. Nein, der ist dann, der war schon am Anfang, ist der dann abgehauen. Ach so, er meinte okay. So, ja, ich lasse euch mal alleine. So, ach so, ne? Okay. Ja. Boah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich vergesse auch, dass wir einen Podcast aufnehmen. Er hat auch versucht, mir näher zu kommen und hatte Lust, mich zu küssen. Mhm. Aber ich habe es nicht zugelassen. Aber das war auch gar nicht unangenehm. Also, es war, also. Aber warum hast du es nicht zugelassen? Ich fand sie immer noch draußen auf der Straße? Ja. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, wenn ich das Gefühl habe, also ich war in diesem Moment geflasht von dem Mann, von der Unterhaltung und ich war so, ich möchte diesen Mann wiedersehen. Ich habe jetzt keine Lust, einfach auf der Straße mit dem rumzuknutschen. Und ich habe es auch gerade gar nicht so gefühlt, ich war gar nicht so in dieser Mood. Und er hatte versucht, mich zu küssen und es war aber auch so null unangenehm. Weißt du, das ist, wir waren beide so selbstsicher in uns selber, dass uns beide das nicht irritiert, wenn er versucht, mich zu küssen und ich das in dem Moment nicht möchte. Ja. Richtig geil. Aber habt ihr über den Moment geredet? Also ja, also er hat schon gesagt, ja, ich habe Lust zu knutschen, so mäßig. Und ich so, ja, okay, aber ich? Hinterher habt ihr, also quasi er hat es versucht, du hast es nicht zugelassen, hat er es dann noch so kommentiert oder war ja, das dann einfach so? Nee, doch, so halb. Also so, wir haben ja die ganze Zeit in dem Moment darüber geredet, dass er wollte die ganze Zeit so ein Fahrrad entsperren und halt nach Hause fahren und hat es dann aber wieder gesperrt, weil ich halt dann noch so da stand und mit ihm geredet habe. Und dann hat er schon gesagt, ja, wir können jetzt auch irgendwo hinfahren oder ich komme halt mit dir dahin, ne, wo du wohnst. Und ich war so, ne. Moment mal. Und also er hat es nicht so offensichtlich gesagt, es war nicht so, ich komme mit zu dir zum Vögeln. So, nicht so, sondern schon ein bisschen entspannter. Nee. Er meinte dann, ja, ich bin ganz ehrlich zu dir, ich hätte jetzt schon Lust, hier von dieser großen Straße wegzugehen und mit dir da irgendwie in die Seitenstraße, wir suchen uns irgendwie eine Treppe, setzen uns dahin, quatschen ein bisschen, knutschen ein bisschen, habe ich schon Lust. Und ich war so, ja, geht nicht, meine Freunde warten da auf mich, das kann ich halt gerade nicht bringen. So, auch wenn ich Lust hätte, mich noch weiter mit dem zu unterhalten, aber es hat sich nicht so danach angefühlt, dass das gerade der Move ist. Und es war auch so richtig, dass er so war, ja, was möchtest du? Was möchtest du? Es ist heiß, wenn zwei Menschen, die so selbstsicher sind. Ja, und, voll. Und, ah, voll. Das ist nice. Als er so gesagt hat, du bist so eine Frau, die weiß, wer sie ist und was sie will und du strahlst es so aus und es ist so attraktiv. Auch wie du hier so lässig stehst und dabei trotzdem so sexy cool aussiehst. Ja. Das war auch so witzig, weil genau in dem Moment, als er angefangen hat, so über mich zu reden, kam so eine Gruppe von Leuten vorbei, die mich angesprochen haben und mir ein Kompliment für meinen Top gegeben haben und gesagt haben, wie gut ich aussehe und ich so, was ist denn hier los? Oh, wie und dann schön. War er danach auch so, ja Mann, die haben recht, das sieht echt richtig gut aus und so und ich dachte mir so, Alter, ich fühle mich was denn richtig. Heute los? Aber das war auch so, ich habe gestern so Glow-Up gemacht, ich habe meine Haare frisch gefärbt, Augenbrauen, Wimpern und ich war so, ich gehe aus, weil ich das gebraucht habe, gerade nach so einem kleinen Heartbreak so. Oh. Ja, und deswegen war es so, auch der Abend war zum Gutfühlen. Mhm. Diese Situation
mit ihm hat mich verdammt gut fühlen lassen. Voll schön. Der hat dann so versucht, mich noch so einzuschätzen. Also ich habe das Gefühl, du bist so komplett selbstsicher, vor allen Dingen im sexuellen Sinne. Du weißt komplett da so, bist im Reinen mit dir. Mhm. Und ich so, nee, da liegst du falsch. Und er so, das kann ich mir nicht vorstellen. Du wirkst wie jemand, der sich gerne nackt im Spiegel anguckt. Und ich so, nee, da liegst du falsch. Und er so, hä? Und meinte er so, ich glaube, du bist richtig so selbstsicher im Bett. Nee, da liegst du falsch. Und er so, hä? What the fuck? Du wirkst halt gar nicht so. Mhm. Aber das ist, glaube ich, etwas, was bei vielen, viele haben diesen Eindruck von mir. Es war schon immer so, dass so viele denken, ich bin irgendwie so ein sexual Mensch. Ich mache viele solche Jokes. Ich bin sehr flirty, ich bin sehr selbstbewusst, bin auch aktiv. Und deswegen denken dann viele auch, hier ist Rambazamba und ja, vom Bett ja, zu Bett voll. Und hier, du machst dir sonst was und weißt genau, wer sie ist, was sie will und im Bett, ne? Und dann bin ich manchmal so, kannst du mich an die Hand nehmen im Bett? Ich bin eine Maus. Ich bin eine Maus. Nee, also gibt solche und solche Momente im Bett, ne? Ja. Also ich bin da jetzt nicht nur der Seestern, so meine ich das nicht, aber also das ist schon, aber will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Ich finde es voll spannend, wenn Menschen, die du nur so kurz kennst, dich so einschätzen. Ich finde es so interessant, wie du auf andere wirkst. Ja. Eigentlich ich liebe das. Ja. Ich rede auch tatsächlich fast jedes Mal mit jemandem darüber, wie man gegenseitig Hallo, wie findest du mich? Was denkst du über mich? Nee, das wäre so eine unsichere Frage, sondern es interessiert mich schon. Also wenn das Gespräch aufkommt oder das Thema aufkommt, so, ja, was hattest du denn für einen Eindruck? Oder wie wirkt das, also wie wirkt es auf dich? So. Weil mich das interessiert, aber auch um jemandem zu sagen, ja, stimmt, oder nee, ich bin ein ganz anderer Mensch. Aber kann man dich so, ich finde, wenn man dich so sieht und erlebt, bist du einfach ein super, super positiver und offener Mensch. Ja. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt ohne hier rumzuschneiden. Du hast gestern schon genug Komplimente Flirtest bekommen. Flirtest du gerade? Physical Touch. Oh, ja, lieben wir. Achso, für die, die nur zuhören, sie hat mich gerade angefasst. Ja, stimmt. Jetzt hast du mich ganz aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung. Nee, ich weiß gar nicht, was man da Negatives so über dich denken kann. In den ersten Momenten, weißt du? Wenn man dich nur so von außen wahrnimmt. Das kann jemandem ja auch einfach zu viel sein. Stimmt. Jemand kann ja auch voll auf eher schüchterne Menschen stehen. Ja, okay. Also, habe ich vergessen, dass es sowas gibt. Das kann ja auch einfach nicht der Type Mensch für jemanden sein. Aber ich glaube, du holst Leute mit deiner Art schon eher ab. Ja, also das passiert schon viel. Ja. Es ist tatsächlich bei mir so, ich hole nicht viele mit meinem Aussehen ab, weil ich nicht so ein Standard-Pretty in der Gesellschaft pretty bin. Mhm. So, ich weiß, dass ich für genug Menschen gut aussehend bin. Mhm. Völlig fein für mich. Ich bin da komplett. Allein gestern für eine ganze Gruppe von Menschen. Nee, so, ich habe ein gutes Maß so an Selbstbewusstsein, aber weiß, dass ich nicht dem Standard Gesellschaftspretty entspreche und habe deswegen auch oft die Situation, dass ich nicht der Typ von jemandem bin oder dass mich jemand halt nicht optisch anziehend findet. Das passiert schon oft, aber dass dann alle immer so, boah, aber dein Charakter und deine Art und man merkt es dann schon im Gespräch, ist dann so schon eine kleine Superpower, so diese offene, dieses kommunikative, dann diepe und ein bisschen flirty und so. Und das ist ja eigentlich viel wichtiger. Ja. Ja. Und deswegen war ich, glaube ich, auch ein bisschen Anti-Dating-Apps, ne? Ja. Weil es ist, du entscheidest so oberflächlich, ob du dich mit jemandem triffst oder nicht. Ja, safe. Und das finde ich schon krass. Ich finde, man kann halt von diesen Dating-Apps gar nicht den Vibe von jemandem irgendwie catchen. Null. Deswegen bin ich da auch nicht mehr viel. Ich muss aber gestehen, jetzt die letzten Tage war ich schon mal kurz wieder da. Ja. Ja, es ist halt leicht. Und ein Freund zu mir hat mal gesagt, dass er halt nur über Dating-Apps datet, weil wenn er zum Beispiel jetzt feiern geht oder so, will er feiern gehen. Da will er nicht gucken, ah, kann ich hier noch jemanden klären, kann ich noch das und das machen. Sondern bei Dating-Apps ist einfach klar, was beide Seiten wollen. Ja. Daten. Ja. Ob jetzt auf was Ernstes oder so, das kann man ja gucken. Aber grundsätzlich sagen ja beide erstmal durch dieses Match, ich habe Interesse, dich kennenzulernen. Ja. Und das sehe ich schon auch. Aber es ist natürlich oberflächlich. Andererseits, man datet ja jetzt niemanden auch im echten Leben, wenn du den kennenlernst, wenn du den optisch gar nicht anziehst. Ja, safe. Aber es gibt schon einen Unterschied, wenn ich jemanden in der Bar sehe, zum Beispiel der Typ gestern. Mhm. Hätte ich den jetzt auf dem Dating-Profil gesehen. Es kommt darauf an, der könnte auch zum Beispiel voll unfotogen sein, der hätte mich nicht gecatcht. Mhm. Und ich hätte nicht, wäre nicht auf den eingegangen. Der ist mir ja auch in der Bar nicht richtig aufgefallen. Durch seine weil er Art nicht, dann halt einfach. Ja, aber der ist mir erst nicht aufgefallen, weil er halt nicht dieses typische... Wo ich halt so direkt zuerst gucke. Was aber ist dann, überhaupt dein Typ? Schwierig. Hast du schon mal beantwortet? Ich hab mit Julia hat so ein bisschen darüber geredet. Ja. Ich habe nicht so richtig einen Typen. Man kann alle letzten Typen schon in, so einsortieren. Und es gibt schon
eine Box mit Männern, die gleich aussehen und der gleiche Typ sind und noch eine Box. Aber es sind halt mehrere Boxen mit verschiedenen Typen. Okay, ja. Aber du kannst die schon so einsortieren. Mhm. Also da ist dann halt so dieser E-Boy mit Ohrringen und langen, lockigen Wuschelhaaren dabei. Mhm. Da ist aber auch der blonde Schwiegersohn-Schönling-Gym-Typ dabei. Mhm. Da ist aber auch der Daddy mit Vollbart dabei. Ah, krass, ja. Okay. Okay, also ja, verschiedene. Ich stehe okay. schon mehr so auf Pretty Boy. Also es gibt ja immer so, entweder du bist so Fraktion Pretty Boy oder du bist so Ugly Boy mäßig. So. Mhm. Das ist ja irgendwie auch mittlerweile so ein Ding, dass man so, also auf Ugly steht. Das klingt jetzt total dumm, ich meine das gar nicht so, aber dass jemand ein bisschen abgefuckter aussieht. Ja, ja. Oder halt einfach nicht dieses Gesellschaft schön ist. Mhm. Das, ich habe viele Freundinnen, die sagen, so ich stehe nicht auf schön, Schönlinge. Auf Model, auf ja, Schönling. Ja, ja, ja. So. Die legst du so jemandem vor, jeder würde sagen, ist ein hübscher Typ. So, oder ja, kann halt damit Geld verdienen voll. Und so. Aber ja, viele meiner Freundinnen finden das halt nicht schön oder nicht attraktiv. Mhm. Ich tatsächlich auch nicht so. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin da halt einfach so ein optischer Mensch und wie ein Fotografenauge mich satisfied, okay, was schön ist schon, mhm, so. Aber ja, muss jetzt nicht jeder hier Model sein, überhaupt nicht. Nee, okay. Also gar nicht. Was ist dein Typ? Ich habe auch nicht so einen richtigen Typ. Seit ich in Berlin bin, hat er sich auch nochmal so ein bisschen geändert. Also, auf einmal so diese Berliner Boys? Auf einmal, ich finde Mullets richtig sexy. Ja? Ich weiß auch nicht, aber crazy, wenn er Mullet hat, finde ich schon. Das ist für die zu Fukuhila. Ja. Ich muss auch sagen, früher hätte ich gesagt, um Gottes ja, Willen. Und auf einmal rocken das einige voll. Und es ist nice. Also es gibt manche Typen, die haben auf einmal einfach nur die Seiten halt so abrasiert, so dass hinten, also das ist nicht. Nicht, dass das jetzt so richtig lang ist. Kennst du noch die, stimmt, aus der Schule, die so ein Schwänzchen? Oder so New Kids mäßig, hinten richtig, oh, lang und dann vorne, ja, hier so, ja, nee, so nicht. Nee. Sondern einfach nur die Seiten so hier low-key, so rasiert und dann ist einfach hinten, ja, noch bis zum Ende genauso lang wie oben. Ja, ja, so, genau. Also es ist eigentlich nicht vorne kurz, hinten lang, sondern überall gleich, aber Seiten, ja, kurz. Ja, ja. Auch hinten lang wie oben. Ja, genau. Passt so. Ja, genau. Und das rocken einige schon. Das wird gerade so ein bisschen so die Trendfrisur. Nicht sehr hot. Ja. Interessant. Hätte ich vor Berlin nicht hot gefunden. Ja, ich glaube, Berlin verändert einen da schon krass. Ja. Ja, ja, beeinflusst auf jeden Fall, weil man so unterschiedliche Typen immer sieht. Ja. Und Tanktop. Schwarze Tanktops. Ja, du stehst jetzt wirklich auf die Berlin-Boys, ne? Ja. Mir fällt gerade eine Frage ein. Ja, bitte. Warst du in Berlin im KitKat? Ja. Oh mein Gott! You gotta tell me! Warst du schon mal da? Nein. Also ich war nur in Köln bei der KitKat-Party im Bootshaus. Ah ja, okay. Aber, mhm, das KitKat in Berlin ist ja nochmal. Mhm. Ich war mittwochs da. Es war interessant. Es ist crazy. Auf jeden, mhm, Fall crazy. Aber für mich tatsächlich, also ich habe kein Problem damit. Du siehst alles. Du siehst wirklich, yeah, alles. Yeah. Damit habe ich grundsätzlich kein Problem. Ich bin da, so soll die machen. Ich, ja, würde es persönlich, glaube ich, nicht machen. Weil ich mich nicht so wohlfühlen würde dabei. Warst du mit Freundinnen da? Ja, oder? Okay, ja. Wenn mir so jeder dabei zu, ich weiß nicht, ich habe das Bedürfnis jetzt nicht so extrem. Aber es war zu einem gewissen Zeitpunkt, wurde es halt sehr voll. Es war wirklich respektvoll. Ich wurde nicht irgendwie ekelhaft angemacht, angefasst und man ist schon, mhm, sehr, sehr, sehr freizügig. Ja. Also ich war schon auch wirklich in nur so einem Body. Also ja, ich würde auch behaupten, dass bei so Kinky-Partys und leicht bekleideteren Partys, die, mhm, auch darauf ausgelegt sind, sind die Leute respektvoller, voll, als in, weil normalen Clubs. Weil es einfach ein Safe Space um, ja, sein soll, ja. Aber man wird schon mehr angeguckt als, also bei mir war das auf jeden Fall, als, ja, wir da waren. Ist, also wirklich, wir sind da durchgelaufen und alle haben uns angeguckt. Ich war so, hä? Mhm. Aber vielleicht, wenn man sich einfach mehr gegenseitig anguckt, weil man ja auch vielleicht da ist, um Körper anzugucken oder so. Und auch viele schöne Menschen, ne? Mhm. Also viele junge Leute, wie war so das Klientel? Ich hätte es mir noch jünger vorgestellt. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht lag das auch am Mittwoch, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das war dann nämlich auch so ein Punkt für mich, ich glaube so 2:30 oder so bin ich gegangen. Wir waren schon richtig früh da, damit wir schnell reinkommen. Mhm. Und dann wurde es irgendwann so voll und du standest dann halt wirklich eng, oh, aneinander. Das ist ja, unangenehm. Und ich war dann immer, ich muss nicht mit, ja, jetzt so, ja, hier. Musstet so ihr euer stehen. Handy da auch abgeben oder Sticker, ja, oder? Nee, Handy gibst du ab. Also auch keine Uhrzeit hattet ihr? Nee, ich hatte meine Uhr an. Ah, ja, okay, das praktisch. War ganz gut, ja. Ja, weil wir waren aber halt, ne, so, dass du keine Ahnung hast, wie spät es ist. Das ist, ja, schon was crazy, aber eigentlich auch ganz schön ist mal, ne? Ja, aber es ist schon verrückt. Ja, aber es eingeschlossen und hast kein Handy und ja, ist, ich mag es eigentlich ganz gerne und was ich da auch ganz gut finde,
du bist gezwungen, dich mit Leuten auseinanderzusetzen und hast nicht die Möglichkeit, in einer unangenehmen Situation auf dein Handy zu gucken. Weil kennst du, wenn du gerade nicht so richtig weißt, wo sind meine Freunde oder so, und dann guckst du auf dein Handy einfach so als Schutz? Ich irgendwie? Muss gerade so lachen, weil Rezo hat in seinem Podcast Hobbylos genau von so einer Situation letztens erzählt, wie er auf so einer Party war und jemand war auf Klo, mit dem er gerade da so oder mit der er gerade unterwegs war, und er stand halt vor dem Klo gewartet und hatte ja nichts, und er meinte so, oh Gott, das war so unangenehm, weil er konnte ja nicht auf sein Handy gucken. Ja. Was machst du dann? Dann hat er dann so einen Drink gehabt und hat die ganze Zeit so getan, als wenn er trinkt, damit er einfach noch mehr Getränk hat und so lange genug so tun kann, als ob er trinkt. Kann ich voll nachvollziehen, aber eigentlich finde ich es voll gut, dass man mal in so einer Situation ist und so schon krass, irgendwie was anderes machen muss, als auf sein Handy zu gucken. Ja, weil wir schon uns damit uns so Sicherheit geben. Weil wir denken, es ist peinlich oder unangenehm, alleine wenn irgendwo zu stehen. Genau, alleine irgendwo rumzustehen. Ja. Warst du schon mal alleine feiern? Ich bin nie so, dass ich alleine irgendwo hingehe, niemanden im Club kenne und dann die ganze Zeit alleine bin. Aber es passiert sehr oft, dass ich mit Freunden feiern bin und die gehen dann und ich so, ich bleib alleine hier. Okay. Oder dass ich halt alleine irgendwo hingehe, aber ich weiß, da sind schon irgendwie Leute, die ich kenne. Kennst, und dann kommt immer, mit wem bist du hier? Und ich so, alle meine Freunde sind hier. Also, fragst du jetzt, mit wem ich diesen Weg hierher gelaufen bin? Ja, so. Aber ich bleibe schon tatsächlich oft feiern alleine. Okay, da. Aber das finde ich auch nochmal was anderes. Das habe ich auch, also habe ich auch schon häufiger gemacht. Aber ich finde, dann hast du schon mal diese Sicherheit von, ich gehe mit meinen Freunden hin, safe. Kann vor Ort Leute kennenlernen und dann entscheiden, ob ich alleine da bleiben möchte oder nicht. Aber ich glaube, für mich wäre das absolut out of my comfort zone, wenn ich alleine mal wirklich feiern gehen würde. Ich habe es auch noch nie gemacht. Oh Gott, ich könnte. Hab's mir aber schon oft vorgenommen. Und ich finde, gerade auf Techno kann es eigentlich ganz gut alleine feiern gehen. Weil jeder so ein bisschen in seinem Film ist, jeder macht so ein bisschen sein Ding. Ja. Und ich feiere tatsächlich, auch wenn ich dann im Club bin, bin ich nicht so mit meinen Freunden oder so, sondern ich bin dann schon auch so, dass ich gerne in deiner mein Zone. Ding mache. Ja. Ach, crazy. Aber das ist bei Techno auch nochmal ein bisschen was anderes als bei Hip-Hop. Mhm. Ja. Safe. Das kannst du auch im Festival auch gut machen. Voll, voll. Dass du da dann so alleine bei einer Stage bist und einfach fühlst und feierst. Das habe ich tatsächlich bei Festivals habe ich das dann öfter gemacht, weil die das nicht gefühlt haben, weil es denen zu hart war. Aber wirklich so dieser Schritt, alleine zum Club zu fahren. Und du weißt auch nicht, ob jemand anstellen. Da ist. Oh, nee, dieses Anxiety, dieses könnte ich jetzt nicht. Mhm, siehst du. Und also, das willst du mal machen? Ja, einfach um mich selber so ein bisschen zu challengen. Ja, das ist schon cool. Challenge dich erstmal, dass du jemanden ansprichst oder jemanden anschreibst oder so. Du willst direkt so richtig hardcore. Nee, ich glaube, das eine Mal war richtig extrem. Ich war mit einer Freundin und einem Kumpel und wir waren zu dritt eigentlich in einem Club. Und es waren auch nur wir. Also da waren jetzt nicht noch mehr Freunde. Und die haben dann gesagt, wir haben keinen Bock mehr oder nehmen wir schlecht, wir gehen nach Hause. Und ich war irgendwie noch nicht satisfied. Der Abend hat mir noch irgendwie nicht das so gegeben. Und ich so, ich bleib noch hier. Ja. Und die waren so, sicher? Ich so, ja. Ich hatte das auch neulich. Ich hatte Freunde aus der Heimat zu Besuch in Berlin. Und die meinten, also wir sind in einen Techno-Club gegangen. Mhm. Und die hatten keinen Bock mehr. Das war einfach nicht so deren... Stopp. Oh. Jetzt hatten wir gerade hier kurze Unterbrechung, weil Kamera ist ausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr nicht gesehen habt. Und es hat an der Tür geklingelt. Wo waren wir? Achso, du sollst dich erstmal challengen, dass du überhaupt jemanden anschreibst. So. Ja, oder anspreche, ne? Ja, und du meinst eben, du bist dann einmal alleine? Ach so. Ja, ich wollte erzählen, dass ich Freunde aus der Heimat zu Besuch hatte. Ja. Und dann sind wir in den Techno-Club gegangen und die haben es gar nicht gefeiert. Ja. Und in Berlin sind die Club-Eintritte wirklich so gottlos teuer. Ja. Also, okay, gottlos, jetzt denken die vielleicht 80 Euro so wie auf Ibiza. Ja, aber so 30. Ja, na ja, 25. Ja, ist auch 30. 20, 25, 30. Ich meine, die Partys sind ja auch manchmal so 30-Stunden-Partys, also kann er ja Ach so, bleiben. Diese Techno-Sachen. Not for me, ja, du hast letztens gepostet, ich gehe morgens hin, um mir einen Stempel für abends zu holen. Nein, ich war so verwirrt. Wir sind um 12 Uhr abends, also um 0 Uhr quasi zum Club gegangen, um reinzukommen. Sind dann 40 Minuten geblieben, sind nach Hause schlafen und sind am nächsten Morgen wieder in den Club. Also wir haben dann tagsüber quasi gefeiert. Ja, ich war so verwirrt. Beste Dayparty, Alter, I'm in. Wirklich. Aber es ist halt bei Techno und es sind so Aftern. Ja, nee, das ist halt so eine, das geht halt 24 Stunden. Ach, crazy. Ja, das ist crazy. Jetzt habe ich dich aber in der Story mit deinen Freunden unterbrochen. Auf jeden Fall, die sind dann nach Hause gefahren. Ich dachte mir aber so, nö, ich habe eigentlich noch Bock weiter zu feiern. Ja. Ich habe es voll gefühlt, es war voll, also so voll meine Musik. Ja. Und dann bin ich auch alleine geblieben. Ja, und? Und mein Bruder kam irgendwann. Mein Bruder wohnt auch in Berlin. Aber ich war auch ein bisschen alleine und es war gar nicht schlimm. Weil ich war einfach so für mich, habe für mich einfach getanzt. Ich war auch nicht mit irgendjemandem. Also ich habe niemanden kennengelernt oder sowas. Sondern ich war wirklich nur für mich. Voll nice. Ja. Einfach die Musik fühlen. Mhm. Voll gut.
Hast dich auch nicht unwohl gefühlt oder das? Gar nicht. Ja, beim Techno passiert es auch nicht, dass jemand das verurteilen könnte, dass du alleine da stehst, weil bei Techno tanzt man eh so für sich. Ja, du bist ja sonst bei Hip-Hop, du bist ja so mit deinen Freunden in einem Kreis und so mäßig, ihr singt zusammen. Ja. Das hast du da ja nicht. Ja, ich habe das schon manchmal dann, wenn ich alleine noch irgendwo bin, dann bin ich so, okay, stelle ich mich jetzt irgendwo dazu? Ja. Ich kann aber auch alleine auf der Tanzfläche sein und einfach die Musik fühlen. Ja. Ich versuche mich dann schon immer zu überwinden. Ja, aber das ist bei, ein bisschen anders. Dein Hinge ist ja jetzt gerade ganz schön aktiv, ne? Was, wenn du diesen Typen, den du da gerade siehst, jeden Tag, wo bleibt dir denn noch die Zeit zum Date, also andere Dates? Ja, das ist das Problem aktuell. Ja, also du merkst schon, dass das auf was Ernstes gerade, also... Nein. Hä? Ich habe gar keine Zeit. Ich nage mich doch nicht so fest. Ich habe gar keine Zeit, auf Dates zu gehen, weil ich meinen Typen jeden Tag sehe. Aber, hups. Wenn er mal keine Zeit für mich hat, dann date ich. Nein. Es ist auf jeden Fall schon viel weniger geworden, seit ich mit ihm weil das halt einfach zeitlich gar nicht funktioniert. Ja. Aber wenn, dann treffe ich mich auch mal mit jemandem. Aber ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Crazy. Ich terminiere meine Dates, ne? Ich mache immer, ich habe nur 1,5 Stunden Zeit für die Leute. Weil, ich habe jetzt den 1,5-Stunden-Slot für dich reserviert. Nee, ich sag von vornherein, ich kann nur 1,5 Stunden, weil ich habe keine Lust, mit jemandem zu sein. Oh, neulich. Ich hatte ein Date mit einem. Er war 2,7 Meter groß. Oh, crazy. Riesig. Wie groß bist du? Ich bin 1,64. Ja, er war 1,65. Keine Ahnung, wie hoch sind deine Decken? Er war bestimmt... Er war nicht so hoch wie deine Decken, aber schon. 2,50. Er war wirklich riesig. Und er kam mit so einer Kippe im Mund an und ich war so wirklich in den ersten 30 Sekunden, ich war so, okay, er ist vielleicht nett, aber fühlst du no match. Ja, und dann war ich so froh, dass ich nur diese 1,5 Stunden hatte, weil 1,5 Stunden kriegst du mit jedem irgendwie rum. Ja. Und du gehst dann auch einfach spazieren? Ja. Mach ich auch immer. Mag ich richtig gerne. Ja. Ich finde auch spazieren voll gut, weil du kriegst so Eindrücke von außen nochmal, über die du irgendwie reden kannst. Ja. Weißt du, es passieren so Situationen, als wenn du dir jetzt einfach nur so gegenüber sitzt in einem Café. Ja, und du musst dich dann halt auch angucken. Ja, genau. Ja. Aber ich muss schon gestehen, ich habe beobachtet, ich habe einfach nur die letzten Jahre Recherche betrieben, um eine Analyse zu machen. Nur deswegen daten wir. Nur damit wir euch Tipps mitgeben können. Und zwar... Es ist schon ein krasser Unterschied. Also ich gehe auch immer spazieren und es ist alles chilliger, aber es ist dadurch auch chilliger und es kommt nicht so viel Kontakt auf. Aber genau das will ich beim ersten Date. Tatsächlich. Also und zur Not kannst du dich immer noch auf eine Parkbank setzen. Ja, mache ich dann auch manchmal, weil es ist ein riesiger Unterschied, ob ich neben jemanden laufe und den nur ab und zu mal kurz angucke oder ob ich mit jemandem wirklich sitze und dann kommt man sich halt auch mal schneller näher, berührt sich mal oder da kommt dann auch überhaupt so zum Beispiel ein Kuss-Vibe auf oder so. Mhm. Und ich habe das meistens, wenn ich mit einem Typen einfach nur spazieren gehe, sehe ich den nicht wieder. Weil es dann einfach nur ein nettes Spazierengehen war. Mhm. Also es gab auch schon Fälle, wo es dann doch so nice ist, dass man sich nochmal getroffen hat, aber die meisten Spaziergeh-Dates von Apps bleibt es bei diesem einen Date. Krass, weil dann kommt halt nicht viel mehr Knistern auf. So. Mhm. Und die treffen... Aber ich finde... Also ich brauche dieses Knistern beim ersten Date gar nicht so. Ich brauche erstmal dieses, ist überhaupt ein Vibe da, um sich unterhalten zu können, um Zeit miteinander verbringen zu können. Aber willst du nur ein erstes Date? Ja, häufig schon. Ja, dann. Ja, okay, ja. Dieses Knistern meine ich ja auch nur, also, weil wenn ich das Date einfach nur als nette Abendbeschäftigung mache, dann ist Spazierengang gehen ohne Knistern, ohne dass da halt mehr irgendwie gerade ist, ist ja dann perfekt. Ja. Aber wenn ich, also ich sehe die dann halt nie nochmal, also selten, weil da einfach dieses Knistern einfach nicht entsteht, weil es nur einfach ein nettes Gespräch ist, eine nette Unterhaltung. Aber ich muss auch gestehen, die Treffen, wo ich dann, du hast die Sonne komplett im Gesicht, ne? Oh. Naja, das ist jetzt, bisschen angestrahlt. Ich muss gestehen, es gab dann schon doch mal Treffen, wo man sich doch als erstes Treffen zu Hause getroffen hat, ich weiß. Echt? Ja. Das habe ich noch nie gemacht. Und das, also sage ich auch, würde ich nie machen. Ja, also in denen, wie lange bin ich auf Dating-Apps? 12 Krass. Jahre? Das klingt lange. Ja, also bestimmt schon, seit ich 16 bin, ich weiß es nicht. Da kommen dann auch mal Situationen, dass du dich doch zu Hause mit jemandem triffst. Also ich würde nie jemandem die Tür aufmachen und den Menschen das erste Mal an meiner Tür sehen. Also ja, ich sage aber wenn schon, du erstmal bei ihm in der Tür bist. Ja, ich sag schon, hol mich vorher irgendwo ab und wir gehen ein Stück. Weil dann kann ich immer noch entscheiden, dass ich mit reinkomme oder nicht. Ach so, so meinst du. Aber es gab schon Verabredungen, ich komme zu dir und wir kochen oder du kochst. Ja. Oh, du kochst. Also ich habe gerade ein bestimmtes Date im Kopf,
wo ich dann da hingefahren bin. Aber ich war schon so, okay, hol mich aber bitte von der Bahn ab, damit wir halt dieses Stück schon gehen können. Ja, aber da kann sich ein Psychopath auch verstellen. Naja, ein Psychopath kann sich auch nach, bei 3 Spaziergate-Dates verstellen. Aber so ja. Toll? Ja. Also, wir wollen, dass alle sicher sind beim Dating, ne? Ihr solltet da nicht drauf hören. Und es ist auch nicht zu gut, Hause. Zu Hause sich das erste Mal zu treffen. Es ist auch immer gut, seinen Freundinnen irgendwie einen Standort, einen Live-Standort haben oder sowas Freunde immer, zu schicken. Wo ist? Nö. Echt nicht? Nö. Oh, meine Freunde haben immer meinen Standort. Haben auch Typen? Oder hätte dein Boyfriend? Ja, aber ich bin, also mein Ex-Freund hatte auch meinen Standort. Aber, und ich auch seinen, aber gar nicht aus so beobachten Gründen, überhaupt nicht. Ah, das habe ich auch nicht bei meinen Freunden, wenn ich die beobachte oder so. Ja. Aber so voller finde ich, ich will die anrufen und dann checke ich schnell, ah, sind die gerade zu Hause oder ja. Sind die unterwegs? Ja, das ist schon chillig, schon nice. Und mein Ex und ich, wir hatten ja eine Fernbeziehung und dann war das auch manchmal so, es war auf dem Weg zu mir, ich konnte schnell sehen, wo ist er gerade, oh, wie ja, viel das ist schon zeitmäßig habe ich. Also ich bin aber auch gar kein eifersüchtiger Mensch. Mhm. Wenn mir jemand mit Eifersucht ankommt, dann renne ich sowieso direkt weg. Mhm. Und dadurch hatte das bei mir nie diesen, ich will wissen, Kontrolle-Vibe, was du, genau, ja. Genau, diesen Kontroll-Vibe, ja. Gar nicht. Ja, aber mit den Dates zu Hause? Ja. Ja, ich weiß, es ist gefährlich. I know. Und ich gucke schon, also ich würde behaupten, ich habe ein relativ gutes Gefühl, ob jemand mir ein sassiges Gefühl gibt oder nicht. Also so ein komisches, suspektes Gefühl. Aber klar, man weiß nie. Aber es kann, also ich kann auch mit jemandem spazieren gehen und da kann was ja, passieren. Ja, klar, so, klar. Ne? Also die Gefahr besteht einfach immer. Und deswegen war ich auch Dating-App abgeneigt. Ja, kann ich verstehen. Ich so dachte, ey, ich weiß ja nicht, mit wem ich mich da treffe. Ja, ja. Und es gibt ja, also von mir gibt es auch Fake-Profile auf Tinder oder so. Tinder habe ich gar nicht. Mm. Ja, das ist schon mies. Also. Aber ich habe schon diesen Unterschied gemerkt, ein Spaziergeh-Date. Oder wenn ich krass. Mich mit jemandem zu Hause treffe. Ja, ja, ich jedes Mal, halt wenn ich mich Situation. Mit jemandem zu Hause getroffen habe, ist man sich nahe gekommen. Ja, safe, weil diese Situation ja, genau. Ja. Okay, da aber ist halt dann einfach ist es halt mehr so dieser gemütliche, gechillte ja, Vibe ja. Und man ist sich automatisch irgendwie Film näher. Gucken. Ja, ich gucke jetzt eigentlich nie Film. Ich habe mich noch nie zum Film gucken mit jemandem getroffen. Echt nicht? Also nicht als erstes Date. Ja, okay, okay. Ja. Nach dem Kochen? Da haben wir gegessen. Und dann? Dann haben wir rumgemacht. Oh, da brauche ich keinen Film. Okay, gut. Ja, wenn das so leicht ist. Oh Gott, aber dieses Date war eigentlich ein Horror-Date. Ja, siehst du, bestimmt, weil ihr euch zu Hause getroffen habt und nicht vorher spazieren wollt. Das darf ich jetzt nicht erzählen. Das ist eigentlich schon eine heavy story. Ja, jetzt erzähl. Jetzt, du kannst nicht so anteasern und dann nicht erzählen. Okay, aber trotzdem Triggerwarnung, falls jemand sich getriggert fühlt von solchen Situationen, wo Dinge passieren, die man vielleicht nicht möchte. Einfach nur aussprechen. Weil das Date endete damit, dass ich heulend bei ihm saß, weil ich mit ihm darüber diskutieren musste, dass ich nicht mit ihm schlafe. Alter. Ja. Yeah. Ja, aber siehst du, da sind wir eigentlich. Aber bei diesem Menschen, das wäre auch beim zweiten und beim dritten Date und bei ihm auch. Also okay, bei ja. Dieser Mensch, ich habe noch nie so einen, ich will keine, eigentlich keine Diagnose in den Raum schießen, aber scheinbar Narzisst habe ich noch nie erlebt, sowas. Wow. Mhm. Also es ging ihm nur um sich und es war ihm alles andere egal. Und du meinst nicht, dass du das bei einem Spaziergang schon rausgefunden hättest? Ich glaube halt, sobald du dieses erste Treffen zu Hause hast, dass bei Typen automatisch dieser Schalter im Kopf ist, okay, gut, dann könnte es dazu kommen. Ja. Wenn du spazieren gehst, passiert das, also, ne, in der Regel. Ja. Du kannst natürlich immer noch hinterher sagen, ja, wollen wir noch zu dir oder zu mir. Aber ich glaube schon, dass die davon ausgehen, dass es intimer wird, wenn du dich bei jemandem zu Hause triffst. Ja, weil es ist ja tatsächlich auch eben. Oft so. So. Eben, und ich halte davon. Manchmal mag man ja auch ein bisschen Nähe. Klar, klar. Ja, aber dann kommst du in so Situationen. Ist jetzt aber nicht der Regelfall, ne? Deswegen brauchen wir also immer jemanden, nicht, den wir callen können. Jeder Mann ist Narzisst und ist ein Arschloch. Nein, und zum Glück so, nicht. Ne? Und ich hatte auch ähnliche Situationen mit Männern, die ich nicht das erste Mal getroffen habe. Ja, okay. Also ja, passieren kann es immer. Ne, dass, trotzdem dass Männer ich, mein dass Nein du, nicht akzeptieren. Ja, ja. Boah, passiert ganz schlimm. Ganz schrecklicherweise schlimm. Zu oft. Und das und nicht beim ersten Date. Ja, das stimmt. Ja. Und dann kommen immer so Sprüche wie, ich merke doch, dass du das eigentlich auch willst. Oh, Digga. Da denke ich mir nur boah. So, halt die Fresse, wirklich. Das ist wirklich. Aber das ist auch so eine Sache. Ich glaube, viele Mädels, oder nee, warte, anders gesagt.
wenn ich Nein sage, dann meine ich auch wirklich Nein. Ja, egal so in welcher Situation. Machen wir eine ganz leichte Situation. Du fragst mich, oder ein Typ fragt mich, soll ich dir was vom Kiosk mitbringen? Mhm. Ich sage Nein, dann meine ich auch Nein. Aber ich glaube, viele Mädels sind so, nein. Und dann, oh ja, okay, bei du, sowas bin ich auch so. Da bin ich, nee. Aber es stört mich auch nicht, wenn ich dann nichts kriege. Also. Ja, und ich bin mein, aber wirklich immer das, was ich sage. Mhm. Und vielleicht nehmen Typen sich dann immer so trotzdem dieses Recht raus, über mein Nein hinweg zu entscheiden. Und ja. Da bin ich voll allergisch, ja. Ne? Ja. Da bin ich richtig allergisch. Ich denke halt nur in diesen Situationen so oft, okay, ich bin eine verdammt starke Frau, was das angeht. Mhm. Und ich komme voll gut mit so Situationen klar und kann meinen Mund aufmachen. Ich kann dagegen halten, so. Aber es gibt genug Frauen, die das einfach nicht können. Ja, ja, die sich dann einfach auch nicht trauen. Ja, ja, voll. Oh, das macht mich gerade ein bisschen traurig. Und es tut mir leid, also für das jede Person, ist, die das gerade triggert, ja. Die sowas erlebt hat, ist voll nicht schön. Nee. Ich habe Lust, über ein anderes Thema zu reden, aber trotzdem bin ich gerade ein bisschen schwer. Aber lass uns das Thema. Wie kriegt man da jetzt die Kurve? Ja, es tut mir leid, dass ich jetzt diesen harten Cut mache, aber lass uns über Love Island reden. Oh, der war wirklich hart. Ja, ja, wir. Weil wir müssen kurz aus diesem Thema rauskommen. Ja. Weil ich möchte mit dir über Love Island reden. Ja, weil darüber habe ich dich ja auch kennengelernt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns, aber doch bei einer Party hier in Köln beim Geburtstag. Oder? Ja. Ich glaube auch, ja. Aber ich erinnere, ich gucke Love Island immer. Ich habe auch schon oft genug darüber nachgedacht, ob ich mitmache. Und dann habe ich Greta kennengelernt und sie war bei Love Island. Wir haben uns danach kennengelernt und dann haben wir oft genug darüber geredet. Vor 2 Jahren oder so, oder? Ziemlich genau. In welchem Jahr warst du da? Ich war 21 da. Echt? Mhm. Ist ja gar nicht so lange her. Dann müssen wir uns ja Ach, du warst in der Frühlingsstaffel? Mhm. Ja, dann haben wir uns da in dem November. Ja, ne? Ja. Ja. Und dann haben wir halt auch darüber geredet, ob ich mich da bewerben soll. Und Greta war so, mach das. Go for ich it, kann wirklich. Das voll empfehlen. Ich würde es hier immer Zeit wieder machen. Ja. Es war eine geile Zeit. Es war wirklich, es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Crazy. Einfach so eine ganz andere Erfahrung. Ich habe tatsächlich, dieses Jahr hatte ich mich entschieden, dass ich mich bewerbe. Und? Kaum nichts. Ich glaube, bei der Staffel hast du nichts verpasst. Yeah. Ja, ich muss auch sagen, als die Staffel angefangen hat, ich war so, ich bin ganz froh, dass ich nicht dabei war. Ja, also es gab tatsächlich am Ende jemanden, ach ja? Den ich ganz, aber es gibt in jeder Staffel einen, den ich gut finde. Okay, es gibt in jeder Staffel einen, wo ich so ein bisschen in meine enge Freundin, sorry, ich so, Leute, ich finde hier schon wieder gerade jemanden gut. Aber es warte mal, ich muss mal gerade über die Staffel nachdenken. Wer willst du sagen? Ist doch egal. Ja, ist egal. Also wenn, dann nur Leandro. Oh ja, den fand ich auch gut aussehend. Fand ich auch attraktiv, ja. Und das wäre auch so das Einzige, was irgendwie Also ich finde, man hat nicht viel über ihn. Ich er kam kann den halt nicht sehr so spät gut, rein. Genau. Ne? Und ich kann den nicht so gut einschätzen. Mhm. Deswegen, keine Ahnung. Andere Männer konnte man da besser einschätzen. Und deswegen kann ich auch besser sagen, ist gar nichts für mich. Mhm. Vom Vibe und vom Level, wie der gerade so in seinem Leben steht und ist. Ja. Alejandro, optisch voll mein Ding und auch so, wie er agiert hat. Und die Efi, die er dann hatte, die ist mir, glaube ich, auch am ähnlichsten so von der Art her, vom Cast. Aber Sind die? Habe absolut keine ich Ahnung. Auch nicht. Ich habe auch gar nichts mehr gar verfolgt. Nicht, so. Nee, ich habe auch gar nichts mehr verfolgt. Aber ich habe, also meine ganzen Freunde haben immer gesagt, und sogar meine Dozenten früher, du musst bei irgendwas da mitmachen oder bei Bachelor und so Love Island Bachelor, Are You the One oder sowas. Und ich war immer so, weiß ich nicht, och, was macht das mit dem Image? Dann hat man halt diesen Trash-TV-Stempel und weiß ich nicht, ob ich das machen möchte. Und dann habe ich so viel reflektiert und bin ich mehreren Menschen begegnet, die bei Love Island waren, die bei Love Island gearbeitet haben, die da das Casting mal gemacht haben, ja, die gut, da betreut du wohnst haben. Hier in Köln, da bist du an der Quelle. Ja, und so viele Leute haben gesagt, mach das. Ja. Und bei Love Island habe ich mich am meisten gesehen, weil es halt einfach Spaß ist und Flirten. Mhm. Are You The One, sagen viele Freunde so, mach lieber Are You The One, da kannst du dich rausfliegen, obwohl du auch rausfliegen kannst, theoretisch. Aber da sehe ich mich ja gar nicht. Ja. Null. Weil das ist mir wieder, die Spiele sind so sexuell. Ja. Also ja, da habe ich ja gar keinen Bock, da diese Getränke vom Mund zu Mund zu spucken. Nee. Banane in dem danke. Und alles muss die ganze Zeit so super nackt sein. Bei Love Island sind noch so Kostüme und so bei den Spielen. Ja, das stimmt. Aber nee, Are You The One ist mir dann doch ein Hauch zu sexualisiert. Und ich glaube, bei Are You The One ist das Potenzial, dass da ein vernünftiger Typ für mich dabei ist, deutlich geringer als Love Island. Weil ich finde, bei Love Island sind schon viele auch normale Menschen. Also man kann sich unterhalten auf jeden Fall. Ja. Ja. So. Safe. Und Leute, die, nee, also ich finde nicht, dass bei Love Island alle dumm sind oder keine Ahnung was. Aber das kannst du auch nicht so pauschalisieren. Nee. Für die anderen. Machen ja aber viele. Ja.
Ja. Ja, okay, ist auch bei Are You The One nicht so. Entschuldigung. Aber ich habe auch dann ab und zu über Bachelor nachgedacht, aber ach, es ist nicht mein Film, da mit 20 Frauen, ein Typ ja. und so fokussiert und ja. du hängst eigentlich nur die ganze Zeit in der Villa. Ja. Also das Ding ist, ich würde, der Grund, warum ich bei etwas mitmachen würde, ist einfach das Abenteuer. Mhm. Es ist nicht Fernsehen, es ist nicht Reichweite. Wären diese ganzen Shows nicht im Fernsehen, hätte ich schon längst bei allem mitgemacht. Ich auch. Weil es einfach Spaß macht. Ja, ich mag einfach daten, ich mag ja. flirten, ich mag mich herausfordern, ich mag neue ja. Dinge erleben. Und das sind einfach Abenteuer. Ja. Und bei Bachelor sitzt du halt die ganze Zeit in der Villa. Ich glaube schon, dass es auch cool ist, mit den Mädels dann da zu sein und so. Ja. Da wird ja auch jemand dabei sein, mit dem du bondest. Ja. Aber bist du eher so ein Mädelsfreundinnen-Typ oder eher so ein Jungsfreundetyp? Ich kann beides. Okay. So, ich kann aber auch richtig gut einfach nur mit Typen chillen. Ja. So. Ja. Ich kann auch mit Mädels. Okay. Offen für alles. Ich nehme auch beides. Also ich würde bei Bachelor schon nochmal überlegt, ob ich mache. Ich würde nur mitmachen, um bei Bachelor in Paradise zu sein. Weil ich finde, Bachelor in Paradise ist das beste Format. Manchmal kommen da doch auch so Wildcards. Nee, ich glaube gar nicht. Nur bei Charming. Weißt du, was ich immer voll crazy finde? Bachelor in Paradise hat ja so vom Niveau her wird es ja immer noch höher angesehen trotzdem als jetzt Love Island, Are You The One etc. Yeah. Obwohl da viel, viel mehr passiert als bei Love Island. Bei Love Island hat keiner Sex. Keiner. Und trotzdem ist es viel trashiger angesehen in der Reality-Welt als jetzt Bachelor in Paradise. Ja, ich finde, Love Island ist auch ein bisschen kindlicher gemacht als die ganze Bachelor-Welt. Das ist schade eigentlich, finde ja. ich. Weil die durch diese Farben machen die das so ein bisschen aber auch below. Durch die Spiele. Ja. Also es sind die Spiele. Guck mal, bei Bachelor in, ich finde, Bachelor in Paradise ist das beste Format, weil du kannst, du kannst auch rausfliegen, aber du bist in einem Haus, in einer Villa mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Du bist nicht auf einen Menschen fokussiert. Ja. Du kannst gucken, mit wem es wirklich passt. Du hast aber einfach nur Dates. Mhm. Du lebst da zusammen und guckst, wie die Zeit ist. Und du hast halt dann zwischendurch Dates. Aber du hast nicht irgendwelche komischen Spiele. Du musst nicht ja. die ganze Zeit nackt sein. Es geht gar nicht um das Sexuelle. Null. Also, es kann passieren. Aber die Produktion sagt nicht, darauf ihr müsst jetzt nackt sein. Ihr müsst Motto-Partys haben. Ihr müsst so, ist das so? Nackt. Ja. Weißt du, ja, dass die Produktion das, ja. das nicht? Ach so, ja, aber ich nein, aber weiß ich nicht, aber okay. das, was da passiert, es sind keine halbnackten Motto-Partys, okay, ja. es sind keine halbnackten Spiele, ja. es sind nicht, ihr müsst jetzt die ganze Zeit im Bikini hier rumlaufen. Ja, okay. So. Mhm. Und deswegen finde ich das eigentlich das perfekte Format. Mhm. Aber da kommst du halt nur rein, wenn du bei Bachelor warst. Deswegen kurz überlegt, ob ich einfach zu Bachelor gehe, aber nur unter der Prämisse. Genau, danach, ich unterschreibe gleich beide Verträge. Ja. So, einfach so nur, schnell werdet ihr mich nicht los. So, ich will gar nicht bei Bachelor dann so lange dabei sein. Nur cool sein, dass ich dann cool genug ja. bin für das andere. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, bei Bachelor, es wäre so weird, ich wäre so anders. Aber genau deswegen meinen halt immer alle, ich soll dahin. Weil ich du so rausstechen würdest einfach mal. Ja, aber ich frage mich das. Oder ob, also ich kann mir nicht vorstellen. Also manchmal spürt man, wenn da so ein bisschen Frauen sind, die cooler sind mhm. und ein bisschen gechillter. Und ich weiß nicht, ob die eigentlich auch so sind wie ich, aber man sieht es einfach im Fernsehen nicht mhm. so. Weil ich stelle mir irgendwie mich da vor, meine Art zu flirten, das nimmt ja alles im Fernsehen dann auseinander. Weil das halt nicht dieses typische. Es ist nicht pick me, es ist mhm. nicht so verhalten und cute, sondern Bullying. Mit Wumms. So. Und also, sehr offen und direkt und auch ein bisschen flirty und ironisch. Und das ja. Mhm. Ich habe halt irgendwie. Ich glaube halt, und dass du bestimmt in der Villa schon rausstechen würdest dann und das schon den Leuten auch auffallen würde vor Ort, aber im Fernsehen bestimmt nicht so gezeigt werden würde, weil wenn du musst ja diese Dates haben, um gezeigt zu werden. Die anderen sind ja eigentlich immer ja. nur nebensächlich. Ja, ja. Weißt du, und ob dann deine coole Art in der Villa. Nee, ich wäre ja auch bei den Dates so. Ja, 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 genau. Genau, aber dann sind ja nur die Dates, die gezeigt werden quasi. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, ja. Oder dann kommt da halt ein Mann, der erwartet so mehr würde man von 20 dir auf jeden Püppchen, Fall. So, weißt du, und ich bin so, kann ich Sneaker anziehen? Kann ich in den Klamotten kommen? Ja. So, ich wäre so. Ich glaube, bei Love Island würde man dich besser kennenlernen, das wäre cooler auch. Ja, aber ich sag dir, wie es ist, am Ende war ich so froh, dass ich nicht da dabei war. Ja. Nicht wegen der Staffel, weil mein Sommer, ich hatte mein eigenes Love Island. Ja. Ich habe Love Island einfach nicht gebraucht. Es war. Du hast Love Island im echten Leben ja, durchgespielt. Ich sag dir das, ich sag's, wie es ist. Es ist so krank. Der Sommer hat angefangen und nach einem Monat war ich so, mich juckt es nicht, ob ich zu Love Island gehe oder nicht. Das passiert gerade bei mir alles im echten Leben, dieses Abenteuer.
Ich war sogar, ich muss gucken, wie viel ich erzähle, aber ich war teilweise, jede Woche war ich in einem anderen Land oder bei einem Festival oder bei einer Party und überall ist was passiert. Und zeitweise war ich in einem Land, wo auch ein Haus, mehrere Pools, Alkohol, Sonne, viele Menschen, jeden Tag sind neue Menschen dazugekommen, sind abgereist. Kann ich nächsten Sommer mit dir verbringen? Und es war eigentlich nicht für Dating ausgelegt, aber es sind trotzdem Sachen passiert. Ja, das ist genau so. Und ich habe da Dinge erlebt und ich hatte Deep Talks und Freundschaften und Stories. Es ist so wilde Sachen passiert und es war wirklich eine Villa, Pool, Sonne, Alkohol. Wo wart ihr? Ich weiß halt nicht. Das war halt ein Job. Ach so, ja. So, und deswegen, ja. Okay. Na, aber da wird halt einfach geflirtet. Passiert. Ja, passiert den halt Besten. Normal. Und in der Zeit, wo Love Island lief, sind bei mir hier auch Dinge passiert, wo ich so war, okay, wäre ich jetzt bei Love Island, hätte ich das auch alles nicht erlebt. Und ich bin dankbar dafür, dass ich das erlebt habe. Es kommt doch alles eh immer so, wie es kommen soll. Ja, also safe. Da denke, glaube ich, auch voll safe. Dran. Safe. Deswegen. Aber sollte es in Zukunft nochmal passieren, du wirst Spaß haben. Du wirst richtig Spaß haben. Aber sagst du, Bachelor machen oder nicht? Ja, hey, warum nicht? Also. Meinst du nicht, man hat dann Bachelor-Girl-Stempel? Nein. Ich gehe da nur hin, um meinen Podcast zu promoten. Leute. So bei jedem Date. Ja, das habe ich auch in meinem Podcast erzählt. Date Diaries. Im Endeffekt, ich denke mir wirklich so, warum nicht? Klar, du musst ein bisschen wissen, was willst du in deinem Leben machen, welchen Stempel kannst du kriegen und welchen nicht, weißt du. Aber solange du das weißt und für dich alles klar und fein ist, mach. Ein großer Aspekt war für mich einfach, was ich halt auch bei euch mitbekommen ist einfach diese Freundschaften, die dadurch entstehen. Ja. Voll geil. Ja, ich bin jetzt auch gerade bei meinen zwei Love Island-Freundinnen. Das ist so schön. Ja, das ist wirklich richtig schön. Toll. Wir haben auch gesagt, dass Love Island uns so zusammengebracht hat, so crazy, wirklich. Ja, das ist voll, das ist mega. Ja, toll. Greta, ich glaube, ich kann noch ewig. Ich glaube, du bist eine richtig gute Podcast-Partnerin also für mich. Also, ich glaube, wir können noch mehrere Folgen aufnehmen. Ja, wenn wir uns in so 2 Monaten wiedersehen, dann haben wir beide wieder ein paar Storys erlebt. Ich könnte jetzt noch stundenlang Storys erzählen von, ich glaub, was ich alles sogar passiert ist. Also, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr von Greta und mir hören wollt, lasst uns das doch gerne wissen. Schreibt es gerne überall drunter, wo ihr drunter schreiben könnt, ob ihr nochmal einen zweiten Teil von uns hören wollt. Kann man bei Spotify auch drunter schreiben? Ich kann eine Umfrage machen. Ach so. Ja. Also ihr könnt diese Umfragen immer gerne beantworten. Bei Instagram Feedback dalassen, datediaries_podcast. Auf YouTube findet ihr das auch, bei Jen Loon. Da gibt es den Videopodcast. Da könnt ihr auch gerne Kommentare dalassen. Daumen hoch, abonnieren, folgen bei den Spotify, bei Apple Music, wo auch immer ihr das hört. Und 5 Sterne dalassen, das wäre schön. Ja. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Mir es war auch so lang. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt geredet haben. Ah, ich sollte jetzt schon beim nächsten Termin sein. Perfekt. Ja. Haben wir gut gemacht. Verzeiht ihr mir. Es war toll. Ja, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du da warst. Und tschüss. Tschüss.